Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Frisch vom Tisch oder lieber Fritsch vom Tisch, denn der liebe Manu ist heute wieder bei uns. Und dafür schon mal vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass du es wieder geschafft hast, hierher zu kommen und wir heute gemeinsam über 6 Spiele, die wir mitgebracht haben, sprechen können. Und das erste Spiel haben wir auch gleich wieder aufgebaut. Das ist Kleine Völker, großer Garten. Ist im Deutschen bei Board Game Circus erschienen. Ich wollte extra den Namen vorher auswendig lernen. Nathalie und Rémy Saunier. Ich vermute Franzosen, im Originalverlag bei Bombix erschienen. Ist ein Spiel ab 10 für 2 bis 4 Personen und dauert so ungefähr 1 Stunde. Und führ uns doch mal ein, was wir hier überhaupt machen. Genau, kleine Völker, großer Garten. Wir spielen Miniaturvölker, die so ein bisschen so wie Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Oder bei im Videospielbereich gibt es gerade Grounded. Das heißt, wir sind so auf Ameisen, Käfergröße, kleine Nationen, die in einem Vorgarten sich eben ihre Nation sozusagen aufbauen. Also im Endeffekt ist es ein Spiel, bei dem wir um Mehrheiten kämpfen und wir sind verschiedene kleine Völker. Ich habe zum Beispiel so ein Hirschkäfergeweih auf dem Kopf. Du bist so ein Cola-Dosensammler. Das heißt, auf den Markern selber sieht man sogar so diese Öffnung von diesen Dosen. Und auch wirklich schön eingearbeitet auf diesen Türmchen, die wir bauen, sind dann auch diese Details eingearbeitet. Also schönes Material. Runtergebrochen ist es wirklich ein bisschen ein Mehrheitenspiel, aber mit einem ganz coolen Twist und einer ganz coolen Mechanik, dass wir nämlich im Kleinen wie im Großen immer ein Feld bestellen müssen. Wir haben hier die wunderbare Frieda, die Schildkröte, die der Baukran sein soll. Und das Spiel funktioniert ganz einfach. Wenn wir dran sind, dürfen wir unsere Türmchen bauen. Wir dürfen aber immer nur dort bauen, wo Frieda steht. Und je nachdem, wo wir bauen, das Feld, jedes kleine Feld ist aufgeteilt in genauso viele Segmente, wie unser großes Spielfeld hergibt. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Felder. Und genau solche 7 Felder in groß sehen wir auch auf unserer Fläche. Und da kommt der strategische und der taktische Aspekt ins Spiel. Wenn ich gerne hier einen Turm bauen möchte, dann muss ich mir auch schon überlegen, da ich 2 Aktionen habe, wenn ich hier baue, dann haut die Frieda in das Feld auf dem Großen ab. Sprich, wenn ich hier baue, landet sie hier, sodass ich schon bedenken muss, möchte ich da als Zweites überhaupt bauen? Oder baue ich vielleicht eher hier oder hier, damit die Frieda hier rüber geht, damit ich dort deine Mehrheiten angreifen kann? Und wenn ich dann hier baue, dann bist du da. Also auch das muss ich überlegen, wer ist denn nach mir dran? Weil je nachdem, wo ich Frieda hinschicke, ist es natürlich für Gelb, für Blau oder für Grün in diesem Fall idealer oder geschickter, sich dort die Mehrheiten zu sichern. Das war eigentlich auch schon grob das Spielkonzept. Deswegen, und das finde ich nämlich den nächsten spannenden Aspekt, weil du gesagt hast, für Grün, Blau und Gelb wäre das jetzt ganz gut, weil der Nächste, der hier hinbaut, der hat die Mehrheit. Aber ich kann ja bestimmen, wer eigentlich nach mir dran kommt. Sofern der in dieser Runde noch nicht dran war. Das heißt, wenn Rot noch nicht dran war, sagen wir, Blau wäre jetzt der Erste gewesen. Und jetzt kommt Rot dran, dann kann ich sagen, jetzt ist Rot dran, weil ich weiß, Rot kann halt da keine Mehrheit hin generieren, sondern auch nur dann mit uns praktisch tiebreaken. Und das ist wirklich so ein bisschen, fühlt sich frisch an, selber zu entscheiden, wer nach mir dran ist. Was ein bisschen fair und unfair sich anfühlen kann für die jeweiligen Personen, weil es gibt natürlich auch ganz klassisch noch Aufträge zu erfüllen. Also wenn man das Spiel so ein bisschen aus dem Bauch raus spielt, kann es passieren, dass ich sage, ach, ich baue einfach hier und schicke dich hier rüber und nicht genau geguckt habe, dass Rot sich dann damit einen Auftrag schnappen kann. Dann wird sich Gelb und Grün aufregen, weil sie sagen, oh, das haben wir doch gesehen. Also man muss sehr vorausschauend planen, sehr vorausschauend spielen und dadurch entsteht aber auch eine sehr hohe Interaktion, weil ich alle meine Mitspielenden eben auch im Blick haben muss. Wer kann wo welche Aufträge erfüllen, was es für mich auch ein bisschen anstrengender macht. Also ich würde nicht sagen, dass es ein reines Familienspiel ist. Nee. Von der Mechanik her sehr einfach bauen, Frieda versetzen, wieder bauen, aber die Komplexität entsteht durch die Aufträge und durch das vorausschauende Planen. Auch solche Details wie zum Beispiel, wenn ich entscheide, du bist als Letzter dran die Runde, dann hast du aber nicht nur 2 Züge, sondern du hast quasi 3, weil der erste Spieler immer wieder einen Zug hat am Anfang. Also wer als Letztes hier oben dran ist, der räumt dann das Tableau ab und ist dann gleich wieder dran als erster Spieler, hat aber dann nur noch eine Aktion. Sprich, man kann dann gleich 3 Aktionen planen und das bringt wirklich sehr, sehr, sehr viel Dynamik in dieses Spiel. Macht es aber auch ein bisschen fies. Das stimmt.
Und was ich auch ganz spannend finde, es gibt noch so kleine Sonderaktionen. Und wir haben auch noch gar nicht gesagt, wie man bezahlt. Man bezahlt nämlich mit seiner Bevölkerung. Mhm. Hat hier immer so einen Marker, wie viele Leute man hat. Und die Türme bauen kostet immer so viel, wie da steht. Und wenn man höher baut, kostet es dann immer noch einen mehr pro Stockwerk, was schon da ist. Und da muss man aufpassen, dass man nicht seine ganze Bevölkerung ausgibt. Und Bevölkerung bekommt man dadurch wieder rein, dass man eben Mehrheiten hat, aber nur ganz wenig, weil wo ich eine Mehrheit habe, kriege ich zwei und wenn Gleichstand ist, sogar nur eine Bevölkerung. Also da kann man nicht so viel drüber machen. Und der andere Aspekt, wie ich an Bevölkerung komme, ist, indem ich meine Türme auch wieder abreiße. Und da bekomme ich doppelt so viel, wie ich dafür investiert habe. Also das kann sich schon mal lohnen, wenn ich hier so mal gucken. Genau, der war auf dem Fünfer gebaut, den abreiße, kriege ich 22, weil ich für den ersten 5, für den zweiten 6 bezahlt habe, also insgesamt 11 in den Turm investiert habe und das Doppelte davon 22. Mhm. Das Spielende wird aber getriggert, dann, wenn einer mal zumindest kurzfristig alle Türme verbaut hat und damit kann man dann auch zum Beispiel im Spielende nochmal eine Runde hinauszögern, wenn ich sehe, okay, die anderen haben alle noch, hatte jetzt nur noch einen Stein, kann den entweder bauen, dann endet das Spiel. Ich will aber gerne nochmal dran sein, deswegen reiße ich einfach schnell was ab. Mhm. Und, dann hatte ich nie null, also wird es noch mindestens eine Runde weitergehen. Oder man beschleunigt damit, dass man sagt, ich reiße jetzt nichts ab, sondern baue, um das Spiel zu beenden. Und abreißen ist insofern auch lukrativ. Das klingt ja erstmal kontraproduktiv, wenn man um Mehrheiten spielt. Aber wenn man eine Karte gewertet hat, kommt so ein Hütchen obendrauf. Damit kann ich dann dort auch nicht mehr bauen. Und die Türme abzureißen, gibt mir keinen Nachteil. Richtig. Genau. Und es gibt ja noch wunderbare Sonderaktionen, die dann nochmal ein bisschen Würze ins Spiel bringen. Wenn ich sage, Frieda steht auf dem Feld 3, das bringt mir gerade überhaupt nichts, kann ich diese Marke ausgeben, um zu sagen, Frieda soll auf die 4. Ja, das ist die einzige Möglichkeit, diese Frieda zu versetzen, ohne zu bauen. Und richtig fies und gemein wird es dann, jetzt mal angenommen, ich spiele gelb und du spielst grün, dann kann ich auch mit einer Spezialaktion deinen Turm quasi abkaufen. Also ich reiß den Turm für dich ab, du bekommst die Einnahmen von dem Turm, ich muss aber so viel bezahlen, wie er zum Einreißen kostet, was richtig teuer ist. Aber das kann natürlich auch gerade für so Spezialaufträge, die man hat, so geheime Aufträge, sehr, sehr wichtig sein, weil vielleicht mein Geheimauftrag ist, überall Dreiertürme zu haben. Und von daher habe ich da nicht nur die Mehrheit gewonnen, sondern gleichzeitig auch noch meinen Auftrag erfüllt. Und das bringt schon wirklich sehr viel Tiefe in dieses Spiel, was auf den ersten Blick so putzig und charmant aussieht. Ja, und du hast natürlich dann 3 von diesen Ebenen auf einmal gebaut, was sonst ja auch gar nicht geht. Ja. Wie gefällt es dir denn? Also ich finde, von der Prämisse finde ich es total schön. Ich finde, es macht Spaß anzufassen, es macht Spaß, mit diesem Material zu hantieren. Ich spiele es durchaus gerne. Ich muss sagen, zu viert gefällt es mir nicht ganz so gut wie zu dritt, zu zweit auch nicht. Also 3, finde ich, ist so der Sweet Spot bei diesem Spiel, weil man dann auch relativ schnell wieder drankommt. Man entscheidet einmal, dann entscheidet der andere. Das finde ich auch gut gemacht, dass man auf der Rückseite dann einfach das Dreier-Tableau hat. Und dann spielt sich das Spiel flüssig und zügig und man hat auch noch zu dritt das Gefühl, man kann auch noch überschauen, was die anderen beiden machen, was mir bei 4 Spieler und Spielerinnen echt ein bisschen schwerfällt. Das stimmt, das geht mir ganz genauso. Und bei 4 finde ich es auch total schwer, diese Aufträge zu erfüllen. Ja. Es gibt vor allem auch welche, wo man Türme direkt nebeneinander haben muss, auf bestimmten Farben. Und das ist im 4-Spieler-Spiel fast unmöglich, weil selbst wenn man schon ganz gut dabei ist, das kriegt irgendjemand mit und dann wird es verhindert. Mhm. Und natürlich wird auch immer genau geguckt, wer als nächstes dran ist und dass der auf gar keinen Fall da irgendwie eine Vorlage kriegt. Ja. Und dann ist es wirklich, wirklich schwer, überhaupt Aufträge zu erfüllen. Und das fand ich auch, war mir dann zu voll. Und zu zweit wiederum schafft man es eher fast zu leicht, die Aufträge zu erfüllen, weil das Feld wird nicht kleiner oder größer durch die Spieleranzahl. Auch von dem Management hier der Leute, die man hat, zu zweit hat man natürlich viel mehr Mehrheiten. Ja. Da kriegt man schon mal, wenn es gut läuft, 7 oder 8 Leute pro Runde dazu. Mhm. Während man bei 4 Spielern vielleicht ein oder wenn man Glück hat, 2 Mehrheiten oder man noch einen Gleichstand hat, kriegt man dann 3. Mhm. Das ist ein großer Unterschied. Dafür ist man allerdings bei 2 Spielern, da haben sie es nämlich so gelöst, da ist man 2-mal dran. Also es gibt den Also man ist immer abwechselnd dran. Ja, kann ich mal gerade zeigen. Nee, ist da drüben. Achso, nee, hier auch. Ja, genau. Ja. Also zum Beispiel haben wir dann rot, grün, rot, grün. Ja.
Und der Grüne hat dann auch wieder diesen Dreierzug. Aber da gibt es diese Entscheidung nicht mehr, was ja eigentlich ein schönes Element des Spiels ist, aber was dann komplett wegfällt. Und das finde ich auch so ein bisschen schade. Ja. Also es ist tatsächlich, wie du sagst, finde ich auch, zu dritt macht es mir richtig viel Spaß. Und zu zweit und zu viert ist es so, das macht vom Bauen und Überlegen, wo die Frieda hinzieht und so, das macht schon Spaß, das Element. Aber es kommen immer nicht alle Elemente des Spiels zur. Ja, alle Feinheiten des Spiels zur Geltung. Die kommen wirklich nur bei drei Spielern zur Geltung. Finde ich auch. Aber zu dritt würde ich es wirklich empfehlen. Ich mag es sehr, sehr gerne. Und es hat mich auch überrascht, weil es wirklich sehr viel mehr drinsteckt, als man auf den ersten Blick denkt. Genau. Ja, ja, dann würde ich sagen, kommen wir zur ersten Kategorie. Wir kommen zu unserer ersten Kategorie, nämlich wir bauen Königreiche auf und hantieren mit Königreichen. Wir haben zwei alte Bekannte, nämlich Bruno Català, der schon mal mit King Domino ja auch Spiel des Jahres gewonnen hat und auch Kinderspieljahres mit King Domino, oder wie hieß die Kinderspielvariante? Dragonimo. Ja, genau, aber auf dieser gleichen Basis eben. Wir haben eine neue Variante, nämlich King Domino Origins und einen alten Bekannten, aber eher aus dem Buchbereich, nämlich Marc-Uwe Kling, der ja total die Lust entwickelt hat am Brettspiele erfinden. Und nachdem wir jetzt ein paar Känguru-Spiele hatten, wir hatten den Exit mit Känguru, wir hatten ein Quizspiel, wo es Känguru aufgetaucht ist, haben wir jetzt mit Abracadabrien ein Spiel, was wirklich eine komplett neue IP hat. Und wenn man den Namen Marc-Uwe Kling jetzt nicht aus dem Känguru-Kontext kennt, dann würde es einem hier auch nicht auffallen. Es kommen auch keine versteckten Hinweise vor. Genau, einmal von Pegasus, einmal von Kosmos die Rahmendaten. Wir haben King Domino Origins, ein Spiel ab 8 Jahren, 20 bis 40 Minuten, haut auf jeden Fall hin mit einer Familienrunde 2 bis 4 Personen. Und Abracadabrien ganz ähnlich, 2 bis 6 Leute können dort mitspielen, auch ungefähr eine halbe Stunde und auch ab 8 Jahren. Und genau, ich würde auch sagen, die Alterseinstufung, die passt hier ganz gut. Ja, dann fangen wir doch mal mit King Domino Origins an. Ja, genau. Ich denke, wir müssen jetzt nicht mehr unbedingt King Domino erklären, das normale Grundspiel. Wir gehen mal davon aus, dass die meisten das kennen. Wir haben wieder so einen schönen Turm, der ist jetzt leider gerade, wie das dann so im Vorführeffekt ist, ein bisschen durcheinander geraten. Ich mache ihn mal gerade auf. So, jetzt. Genau, um diesen schönen Effekt zu zeigen, dass man die Plättchen hier einfach rausziehen kann. Wir ziehen wieder, wie man das aus King Domino kennt, 4 Plättchen raus und ordnen die aufsteigend der Reihe nach und drehen sie dann um. Also das wäre jetzt das wertloseste Plättchen und unten das stärkste. Und das ist auch ganz gut. Hier haben wir gleich schon einige Effekte, die neu sind. Und zwar gibt es eigentlich 3 große Neuerungen, würde ich sagen. Zum einen wachsen hier zum Beispiel im Wald die Pilze. Auf der Wiese gibt es die Mammuts. Im Wasser den Fisch. Und im Gebirge, was wir jetzt hier gerade nicht haben, würde es noch Steine geben. Das ist mal das eine. Und das andere sieht man hier schon, das sind solche Vulkane. Und wir hatten ja im normalen King Domino die Kronen. Jetzt suche ich mal gerade hier, da haben wir was. Und die Kronen wurden immer multipliziert mit der Anzahl an Feldern, die man von einer Landschaft praktisch am Stück hatte. Als zusammenhängendes Gebiet hatte. Genau. Und die Kronen wurden jetzt ausgetauscht hier durch diese Flammen. Genau. Königreich ist eigentlich ein bisschen auch übertrieben, weil wir sind ja noch vor einem Königreich, während des Namen King Domino, wir sind ja noch Eingeborene. Genau. Also wir sind ja noch in der Steinzeit. Man sieht ja hier auch die Mammuts und so weiter. Also wir sind quasi das Prequel zu King Domino. Und da bricht der Vulkan natürlich noch ein paar Mal aus. Genau. Und der Vulkan, der tut uns aber eigentlich was Gutes. Da kommen nämlich immer so Plättchen drauf. Wir sehen hier, sind zwei Stellen, wo der Vulkan ausbricht, das heißt, genau, die bringen uns praktisch 2 Feuer mit. Und das Besondere ist jetzt, die Feuer können sich bewegen. Je mehr Feuer drauf sind, desto langsamer bewegen sie sich. Aber dieses Feuer kann sich jetzt 2 Schritte bewegen. Genau, haben wir nur eine Flamme, kann sich 3 Schritte bewegen. Haben wir 3 Flammen, den gibt es auch nur einmal im Spiel. Da kann sich das Plättchen nur ein Feld bewegen. Bekommt aber dafür dann den dreifachen Bonus. Genau. Und ich cheate jetzt gerade mal so ein bisschen. Wir bauen so nach und nach unser Gebiet auf und wollen natürlich möglichst viele Flammen wieder in dem Gebiet drin haben. Und wenn wir jetzt so einen Vulkan bekommen, der hat jetzt 2 Schritte, dann dürfte ich jetzt diese Flammen in ein Gebiet legen,
was bis zu 2 Schritte entfernt ist und diagonal zählt auch. Also ich könnte zum Beispiel sagen, oh, hier hinten, da will ich ein richtig großes Wassergebiet bzw. Eisgebiet bauen. Da ist schon eine Flamme, jetzt hätte ich 3 da drin, ist noch ein bisschen kleiner. Oder ich sage hier, oh, in meinem Wald, der ist schon groß, aber da ist noch gar keine Flamme drin, der bringt im Moment noch 0 Punkte, weil es mal 0 genommen wird. Dann setze ich die Flammen da rein, dadurch verbrennt leider mein Pilz, aber das Risiko gehe ich jetzt mal ein. Genau. Und ab dann liegt dieses Flammenplättchen da. Wir dürfen Flammenplättchen natürlich nicht dahin legen, wo schon Feuer ist. Es muss immer ein freies Feld sein, beziehungsweise wird halt dann die Ressource verbrannt. Genau, das und die Vulkane selber geben aber dafür kein Gebiet mehr am Ende. Das ist aber ein totes Plättchen. Der Multiplikator bewegt sich dann halt einfach. Finde ich eine ganz, ganz schöne Mechanik. Weil das macht die Vulkane wirklich auch sehr reizvoll, weil ich mir diese Kronen im Endeffekt hier, die Flammen, wirklich selber halt in das Gebiet schieben kann, wo es mir am besten ist. Also das erzeugt auch eine Dynamik dann durch die Auslage immer, weil dieses Prinzip bleibt ja gleich. Nehme ich ein oberes Plättchen, bin ich wieder früher dran und ich sehe aber ja auch schon, was als nächstes kommt. Das heißt, dann nehme ich vielleicht mal ein Gebiet, was mir nicht so gut passt, um halt den Dreier-Vulkan zu bekommen in der nächsten Runde. Richtig. Und die Ressourcen? Die brauchen wir, also es gibt mehrere Stufen für das Spiel. Man kann sagen, okay, wir benutzen die Ressourcen nur für Mehrheiten und machen sonst nichts weiter. Das wäre so eine mittelschwere Stufe. Aber im Hauptspiel, sage ich mal, können wir die Ressourcen ausgeben, um uns hier so Leute in unser kleines Dörfchen zu holen, in unser Königreich, in Anführungsstrichen, die besondere Fähigkeiten mit sich bringen und im Grunde einfach Punkte bringen. Hier haben wir jetzt zufällig 3-mal das Gleiche. Ich lege mal noch ein paar aus, dass das ein bisschen variabler ist. Genau, also von denen gibt es sehr viele. Die wollen zu einer Horde werden. Man darf die immer auch ähnlich wie die Flammen nur dahin legen, wo noch gar nichts ist auf dem Feld. Das heißt auch, die Ressourcen müssen schon weg sein. Und die werden ähnlich wie mit den Flammen. Hier wird die Summe zusammengezählt mal die Anzahl der Leute. Das heißt, wenn man es schafft, da eine große Horde zu kriegen, kann man auch mal, ich hatte neulich, glaube ich, 66 Punkte über die Horde. Also richtig viele Punkte auch damit. Das ist quasi wie ein neues Gebiet, was man bauen kann. Genau, im Grunde ein Gebiet über dem Gebiet. Mhm. Und dann ansonsten gibt es halt immer die anderen Leute, die werden hingelegt und dann zählen, die sammeln alle 8 Felder um sie herum. Und der würde jetzt einfach pro Fisch 3 Punkte bringen, der eben in diesen 8 Feldern drumherum liegt. Dann würde man ja denken, der liegt hier super, aber der bringt tatsächlich nur was, wenn ich diese Ressourcen noch nicht ausgegeben habe. Also auch da kommt wieder so ein Faktor dazu. Okay, gebe ich meine Ressourcen aus, um die Leute zu holen, weil ich immer 2 verschiedene Ressourcen ausgeben muss. Hol mir dann einen Sammler, brauche aber dann wieder ein Gebiet, wo sehr viele Ressourcen noch übrig sind, was nochmal so einen anderen Denkprozess einfach in dieses King Domino-Spiel reinbringt. Genau. Gefällt mir auch viel besser, wie dieses, sag ich mal, mittelschwere Spiel, in Anführungsstrichen, wo es nur um die Mehrheiten geht, weil dann bleiben die Ressourcen einfach liegen und man macht nichts damit. Aber hier kann man wirklich richtig nochmal schauen, okay, hier gibt es auch zum Beispiel einen, der bringt 1 Punkt pro Flamme, die außen rum liegt. Da wäre jetzt hier zum Beispiel schon mal ein ganz guter Platz, weil da habe ich ja schon 2 Flammen, dann gucke ich halt, dass ich hier noch ein Plättchen hinbekomme, auf dem auch nochmal Flammen drauf sind. Und dann punktet er mir ganz gut. Gefällt mir ganz gut, diese Module. Wie dir es auch ergangen ist, habe ich das Gefühl, es macht eigentlich am meisten Spaß, wenn alle Module drin sind. Man kann natürlich jetzt als Familie sagen, wir fangen erstmal an. Dann ist es nicht sehr viel anders als das normale King Domino, was schon alle kennen. Nur der Vulkan ist neu. Dann nimmt man die Mehrheiten dazu, damit die Leute wissen, wie die Ressourcen funktionieren. Und dann kann man noch die Leute dazu nehmen. Leute, die es schon mal gespielt haben, können gleich mit allen 3 Modulen spielen. Dann hat man gleich das komplette Paket. Man kann natürlich auch ein bisschen hin und her mischen, aber es ist okay, dass es so als Modul aufgebaut ist, aber man braucht es eigentlich nicht wirklich. Genau, also zumindest für uns Vielspieler macht es oder braucht es das nicht. Ja. Ich finde es wirklich eine gelungene, eigentlich kann man schon fast sagen Erweiterung, obwohl es natürlich das volle Spiel ist, aber Variante, so von dem, was, eine Variante, von dem, was drin ist, fühlt sich fast wie eine kleine Erweiterung an, nur dass halt wir das Setting ein bisschen geändert haben. Und mir gefällt es richtig gut, muss ich sagen. Ich finde es sowieso diese Knobelaufgabe, wie man seine Plättchen hinlegt, schön. Man will ja auch immer im Spiel jetzt mit mindestens 3 Leuten ein 5x5 Raster haben, zu zweit sogar ein 7x7 Raster. Ja. Da muss man auch gut planen, okay, wie viel bin ich schon in die Höhe und Breite gegangen, wie viel Platz habe ich da noch, wie viel kann da noch hinkommen, welches Plättchen kann hinkommen. Und was ich
auch selber gar nicht so einfach fand. Diese Vulkane, die sind praktisch neutral. Und ein Plättchen muss hier immer so angelegt werden, dass es entweder an unser Startgebiet angrenzt oder mindestens eine der beiden Slots an ein schon vorhandenes Gebiet der gleichen Sorte angrenzt. Ja. Und, das heißt, du durftest den Vulkan gar nicht hier anlegen. Ja. Manchmal plant man mit diesem Vulkan, dass man den an einer Stelle haben will. Und dann legt man an und denkt so, ich darf das ja gar nicht. Das wäre jetzt hier kein Problem, dann lege ich ihn halt da unten hin oder hier und bepunkte halt mein Waldgebiet. Ja. Aber das gerade so, wenn das Spiel schon fast am Ende ist, man da so ein 7x7er Raster hat und denkt so, oh, in dem Gebiet brauche ich noch Flammen. Ja, ein Vulkan, super, setzt sich drauf, merkt, ich habe überhaupt keinen gültigen Platz. Und dann fängt man an zu überlegen, lasse ich jetzt vielleicht absichtlich hier eine Lücke, damit ich noch da hinkomme und so. Ja. Genau, also weil das eben nur begrenzte Schrittzahlen hat, das Plättchen. Das finde ich richtig gut. Also, es ist immer noch ein King Domino, steht ja auch drauf. Ja. Also man darf jetzt auch nicht erwarten, dass das Spiel jetzt irgendwie eine Evolution thematisch vom King Domino ist. Wenn man schon King Domino und Queen Domino und schon Erweiterungen hat, würde ich sagen, braucht man nicht unbedingt, aber es ist eine schöne King-Domino-Variante. Genau. Wenn man jetzt auch schon lange keinen King-Domino mehr gespielt hat, wie ich, hat sich das trotzdem wieder erfrischend schön angefühlt. Man weiß wieder, warum das auch wirklich berechtigt Spiel des Jahres wurde. Man packt es aus, man spielt, das Material ist toll, die Plättchen sind richtig schön dick. Der Turm ist natürlich auch super mit diesem Magnetverschluss. Man hat den sofort wieder aufgebaut und eingeräumt. Und es ist einfach ein tolles Spielkonzept. Und diese neuen kleinen Module, die da mit drin sind, die du schon richtig benannt hast, als fühlen sich an wie eine Erweiterung zum bestehenden King Domino, die das aber wirklich rund machen und so ein paar neue Aspekte reinbringen, sodass ich sagen würde, auf jeden Fall gutes Spiel. Ja, und noch zum Schwierigkeitsgrad würde ich sagen, es ordnet sich ein zwischen dem normalen King Domino und Queen Domino. Ja. Queen Domino war noch ein bisschen herausfordernder für, sag ich mal, für Kenner. Mhm. Und King Domino Origins ist irgendwo so da in der Mitte, würde ich sagen. Ja, definitiv. Schöne Variante. Mhm. Dann würde ich sagen, ich räume noch ein bisschen auf und du stellst uns schon mal Astrakadabrien vor. Dann kommen wir zum nächsten Königreich. Genau, Marc-Uwe Kling mit einer, finde ich, ganz außergewöhnlichen Illustration, die sicherlich auch Geschmackssache ist. Gefällt sie dir oder eher nicht so? Ich habe mir darüber ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken gemacht. Also die polarisiert bei mir in den Spielerunden so ein bisschen. Ich finde die ganz toll. Die sieht halt, ist halt ein bisschen außergewöhnlich. Der Look, ich gucke gerade, wer es gemacht hat. Johannes Lott hat es illustriert und die Grafiken sind von Katharina Fuchs. Ist wirklich sehr, sehr eigenständig auf jeden Fall. Also man hat so ein bisschen so das Gefühl wie so eine, so eine Comic-Serie oder Comicbuch-Adaption von einem Kinderbuch oder so. Ja, so ich würde jetzt nicht sagen, es ist hübsch, aber es hat was ganz Eigenes. Was ganz Eigenes auf jeden Fall, genau. Auch hier haben wir wieder verschiedene Module, mit denen wir spielen können. Wir bleiben jetzt erstmal beim Grundspiel. Und das Grundspiel ist ein ganz einfaches Kartenspiel. Wir kriegen alle eine, das sind die Hauptkarten hier, gell? Also wenn man jetzt, man muss dann eigentlich noch aussortieren nach Spieleranzahl, das können wir uns jetzt hier sparen. Und man sieht schon, die Karten haben alle eine unterschiedliche Rückseite. Also man erkennt schon an dem Kartenstapel, was für eine Sorte von Karte man hat. Und auf der Vorderseite ist dann entsprechend eine Zahl abgebildet. Die Zahlenwerte sind auch bedeutend. Und zwar bauen wir uns am Anfang ein Königreich auf, indem wir 3x3 Karten bei uns ins Königreich legen. Ich mache mal ein bisschen, die sind noch nicht ganz gemischt, die Karten. So. So. Also das wäre mein Königreich. Du kannst ja auch mal ein Königreich mit neuen Karten bauen. Machen wir das so. Ah, das waren die... die aussortierten wahrscheinlich schon. Genau. Ich mache es mir auch mal ein bisschen bunter. So, jeder von uns, allen Mitspielenden, haben ein Königreich von 3x3 Karten vor sich. Unser Ziel ist es jetzt, verschiedene Konstrukte in diesem Königreich zu bauen, indem wir Kartenmanagement betreiben. Bedeutet, wir dürfen in jeder Runde eine Karte austauschen, eine Karte verschieben oder eine Karte umdrehen. Um etwas zu werten, müssen dann auch die Zahlen sichtbar sein. Auf der Rückseite sind also Zahlen abgebildet. Was gibt es für Gebäude? Es gibt zum Beispiel eben eine... Es gibt Wälder. Also wenn ich es schaffe, quasi vier grüne Karten in meinem Tableau, also hier unten, wenn jetzt hier eine vierte Karte wäre, dann habe ich einen Wald produziert.
Wir haben Türme, das sind diese hellen Karten, die müssen von oben nach unten einfach eine vertikale Linie bilden. Es gibt Flüsse, die müssen eine horizontale Linie bilden. Und es gibt noch die Wächter. Wenn ich es also schaffe, in allen vier Ecken einen Wächter zu haben, dann habe ich eine, dann hat mein Königreich halt so vier Türme gebaut, eine Schutzwall gebaut. Das sind die vier Konstrukte, die wir machen wollen. Und das Spiel läuft so ab, dass jeder von uns zwei Karten auf der Hand hat. Man sieht also auch, welche Sorte du auf der Hand hast. Ich sehe also auch gleich, zu mir kommt wahrscheinlich eine von diesen Karten. Aber jeder von uns hat jetzt die Möglichkeit, eine Karte auszutauschen. Also ich weiß jetzt zum Beispiel hier, ich möchte ja gerne diesen Fluss bauen. Das heißt, hier weiß ich noch nicht, das ist eine verdeckte Karte. Da eine könnte, Schatzkarte, ne? Da sehen wir jetzt, da liegt schon ein Fluss drunter. Mhm. Weiß ich aber jetzt noch nicht. Das heißt, ich tausche aus, ich habe hier eine Wasserkarte. Also lege ich eine Wasserkarte offen hin aus meiner Hand und nehme die andere auf die Hand und gebe sie dir. Genau, die Alternative, was ich machen könnte, wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel die beiden gar nicht gebrauchen kann, weil ich will hier auf den Fluss gehen, ich könnte auch sagen, ich tausche mal zwei Karten aus, weil man sieht jetzt schon, jetzt hätte ich hier den Fluss. Genau. Oder die dritte Variante ist, wenn ich nicht tauschen will und auch nichts von der Hand nehmen will, dann kann ich einfach eine aufdecken und gucken, was drunter ist. Ganz genau, weil aufdecken muss ich sie eh. Genau. Und es kommt nämlich noch erschwerend hinzu. Hier sieht man schon, ist gar nicht so ideal, weil der Fluss will aufsteigende Zahlen von links nach rechts haben. Die Türme wollen unterschiedliche Zahlen in den Ecken, der Wald auch. Und der Turm muss natürlich auch von unten 1, 2, 3, 3, 4, 5, was auch immer. Oder auch 2, 4, 6 haben. Und das ist eigentlich auch schon das Basic-Spielkonzept. Und dadurch, dass aber alle gleichzeitig spielen, also du hast jetzt was gemacht, ich habe was gemacht, man nimmt wieder die nächsten zwei Karten auf die Hand und überlegt sich neu, was man macht. Jetzt bin ich hier auch am Überlegen. Ich schaue mir mal an, die Karten brauche ich nicht, lege ich weg, drehe die mal um. Und jetzt sehe ich schon, ah, ich habe Glück gehabt, ich habe hier drei Wasser schon an der richtigen Stelle liegen, aber leider in der falschen Zahlenreihenfolge, bei dir auch. Und das macht man dann die ganze Zeit. Man nimmt immer zwei Karten. Wenn wir jetzt zu zweit spielen, wären es auch mehr Karten. Vier, genau. Dann hätte man vier auf der Hand, mit denen man agieren kann, damit die Fluktuation an Karten höher ist. Aber normalerweise würden dann halt hier auch noch ein, zwei Leute sitzen, sodass man immer zwei Karten bekommt. Also so ein bisschen wie bei einem Drafting-Spiel. Genau. Nimmt man was, legt ab und kriegt das nächste Päckchen wieder auf. Man könnte sagen, es ist eine Kombination aus diesem Golf-Prinzip. Das ist ja dieses verdeckte Karten liegen hier und die werden so nach und nach aufgedeckt. Man möchte irgendwie ein Set haben. Und Drafting. Was ich jetzt spannend finde, wenn wir dann mal so ein Set geschafft haben. Genau, so. Jetzt ein paar Runden später hast du die Karten umsortiert. Dann sage ich Stopp. Ja. Oder alle, die in der Runde was geschafft haben, rufen Stopp. Und jetzt werden die gewertet. Und ich nehme die einfach in meinen Wertungsstapel. Wir sehen jetzt, jede Karte ist ein Punktwert. Habe ich eine Schatzkarte integriert, das hast du ja hier ganz schön. Das war ja, wir erinnern uns, du wusstest nicht ursprünglich, dass du was hast. Dann sind die sogar zwei Punkte wert. Ja. Und jetzt habe ich ja hier eine Lücke. Und fülle einfach von diesem Nachziehstapel wieder auf, von links nach rechts. Die waren jetzt nicht gemischt. Entschuldigung, das ist ein Marc-Uwe-Kling-Spiel, ist natürlich ein Nachziehstapel. Der Nachziehstapel, ja, genau. Und dann geht's weiter. Genau. Und das ist ganz gut. Man sieht auch, dass alle in der gleichen Runde sind, weil ja immer gleichzeitig weitergegeben wird und dann wieder hier hingelegt wird. Und dazu kommt noch, wenn ich ein Gebäudetyp fertig. Ein Gebäudetyp, oder? Ja, das ist ja kein richtiges Gebäude, ja, aber eine Eigenart des Königreichs, genau, ein Gebiet. Ein Gebiet fertig gebaut, gewertet habe, dann kriege ich passend dazu eine kleine Spezialfunktion. Also hier beim Wasser wäre es jetzt zum Beispiel, dass ich jetzt nochmal zwei Karten beliebig vertauschen kann, sagen, ohne dass ich dazu einen Zug verschwende, sondern als Belohnung. Beim Turm darf ich eine Karte aufdecken. Beim Wald darf ich mir überlegen, die Karten, die ich bekomme. Normalerweise muss ich die immer von links oben nach rechts unten praktisch der Reihe nach hinlegen. Hier kann ich mir selber aussuchen, wo ich sie hinlege. Und wenn ich die Wächter habe, dann darf ich mir drei noch verdeckte Karten angucken, damit ich schon mal weiß, was drunter ist. Genau. Das ist das Basic-Spiel. Wenn man das ein paar Mal gespielt hat, was dann auch wirklich, also mir macht es Freude. Das ist natürlich so. Alle machen es gleichzeitig, man hat keine große Downtime. Das ist so der große Benefit daran, finde ich, dass man eher aufpassen muss, nicht zu hektisch zu spielen, weil man immer denkt, ach, ich weiß doch schon, was ich machen will, nee, brauche ich nicht, zack, wo sind die Karten? Genau. Aber dadurch, dass man immer einfach guckt, liegen zwei Karten auf meinem Tableau? Wenn ja, nehme ich sie und kann den nächsten Zug machen, kommt man auch nicht durcheinander, weil es wird nicht passieren, dass ich dir quasi da vier Karten hinlege. Nee, das geht nicht. Das geht nicht und deswegen muss man sich dann immer bremsen. Und auch immer so, stopp, stopp, ich will erstmal werten, dann müssen alle kurz warten, dann füllt man wieder auf. Macht Spaß. Ich habe zwischendurch immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, so richtig Entscheidungen treffe ich eigentlich nicht.
Also das ist ja ist das irgendwie immer bei diesem Golfspiel, finde ja. ich. Aber man kommt in so einen Flow. Mhm. Also man hat dann so eine Lust daran, auch, ist es jetzt schlauer, auf den Fluss zu gehen? Versuche ich überhaupt noch, die Wächter zu machen? Schaffe ich es vielleicht sogar, zwei Flüsse gleichzeitig zu werten? Mhm. Was zum Beispiel auch funktioniert, ein Wald und links ein Turm. Weil dann bekomme ich nämlich alle diese Karten weg und wenn ich einen Wald gewertet habe, kann ich mir die nächsten Karten hinlegen, wie ich möchte. Also auch solche Möglichkeiten hat man noch, dass ich sage, ich ziehe jetzt den roten, den lege ich natürlich gleich hier in die Ecke. So. Genau. Und die Wasserkarten, die kann ich mir natürlich auch gleich hinlegen und dann fühlt man sich richtig gut, dass man schon so toll das nächste Königreich vorbereitet hat. Das macht Spaß. Man hat allerdings trotzdem so das Gefühl, oder mir geht es so, nach dem Spiel weiß ich nicht so wirklich, warum ich jetzt gewonnen oder verloren habe. Weißt du, was ich meine? Ja. Also man macht und tut und alle machen ständig irgendwie was und am Ende heißt, okay, ich habe 36 Punkte, du hast 38 Punkte. Aber was hätte ich denn jetzt anders machen sollen? Das stimmt. Und da finde ich sehr gut, es gibt ja noch die Module. Ja. Und da gibt es ein Modul, wo ich finde, da merkt man dann schon, ob man man richtig gemacht hat, nicht. Ich nehme an, du denkst auch an dieses Modul hier. Mhm. Und zwar, hier gibt es noch die Zwerge, die Prinzessin. Und die Trolle. Und die Trolle, genau. Auch der Troll passt nicht ganz ins Bild. Das finde ich auch super lustig, ja. Und jeder hat dann so ein Set von jeweils einer Karte. Die Zwergenaufträge sind relativ einfach, die von der Prinzessin auch noch. Und die von den Trollen, die sind immer ein bisschen größer und geben schwerer. Auch mehr Punkte, ja. Genau, bringen auch mehr Punkte, mehr Karten. Und da kriegt eben jeder hier so drei Stück neben sich gelegt, die zwar sich schon auch wieder auf diese Wertung beziehen, aber die in einer gewissen anderen Art und Weise einfordern. Mhm. Und man kann dann im Laufe des Spiels sich dazu entscheiden, eine ganz normale Wertung zu machen, so wie bisher, oder eben hier speziell auf diese Wertung zu gehen. Zum Beispiel hier braucht man dann einen Fluss, aber mein Fluss hätte jetzt nicht gezählt, weil der muss mit drei Mondkarten, also praktisch im Dunkeln, fließen und ich habe hier zwei Mondkarten gehabt und eine mit einer Sonne. Das heißt, ich hätte noch ein bisschen weiter spielen müssen, bis hier nochmal eine Fluss 6 mit einem Mond irgendwie ins Spiel gekommen wäre. Oder hier bei den Wächtern müssen mindestens zwei Schätze dabei gewesen sein. Das heißt, ich muss erstmal Schatzkarten finden, die dann ein Wächter sind. Oder hier eben zwei Wälder. Gleichzeitig denen eben. Genau, die breite Allee heißt die auch. Und manchmal verändern die wirklich auch das, was normalerweise. Das sind jetzt das sind ja die klassischen Formen, die man baut. Aber es gibt dann auch eben zum Beispiel hier ein Troll wünscht sich ein Meer statt ein Fluss. Genau. Das heißt, ich muss nicht nur einen Fluss bauen, sondern quasi 3, 4, 5, 6 Karten blau kriegen, um dann das Meer nachzubauen. Bekomme dafür dann aber auch die 7 Punkte. Genau. Zusätzlich zu den Kartenpunkten, die ich ja sowieso bekomme. Und die werden ja hier richtig viele, weil ja auch diese 6 Karten. Und oder eben so einen besonderen Turm, der ist dann nicht mehr 3 Karten von unten nach oben, sondern so eine Zitadellenform. Oder zum Beispiel das, was ich gerade gesagt habe, Wald mit Turm gleichzeitig zu werten. Und das bringt nochmal sehr viel mehr rein, weil man dann auch überlegt, lohnt sich das jetzt auch, diesen Auftrag zu spielen? Gerade wie du gesagt hast, gibt es überhaupt so viel dunkle Flusskarten? Ja. Weil ich sehe ja auch, was im Umlauf ist. Und wenn meine Mitspielenden gar nicht werten, dann kommen auch keine neuen Karten ins Spiel. Also muss ich vielleicht überlegen, werte ich jetzt, okay, ich baue jetzt den Wald, damit ich mal werte, damit ich 4 neue Karten kriege und dann vielleicht kann ich das schaffen. Oder lohnt sich das gar nicht, auf diese Aufträge zu spielen? Und das macht es richtig gut. Also ich würde auch sagen, nach 1, 2 Partien, wenn man das Grundprinzip verstanden hat, auf diese Module zu gehen, weil die machen das Spiel wirklich dann auch, die heben das auch ab von diesem typischen Golfspiel. Genau, es gibt noch 2 weitere Module. Das eine, das finde ich auch noch ganz gut hier, dass da werden pro Partie eine Einser-, Zweier- und Dreierkarte in den Stapel gemischt. Das Spiel endet übrigens, wenn der Stapel leer ist. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Und wenn einer jetzt nachfüllt und da ist dann die Einser-Karte dabei, dann machen alle noch den Zug fertig und dann Stopp und dann wird die Karte vorgelesen. Ich mache jetzt einfach mal zum Beispiel, alle Spieler ziehen eine zusätzliche Handkarte. Für den Rest des Spiels habt ihr eine Handkarte mehr. Mhm. Also es sind immer so ganz nette Sachen, die passieren. Die Grundprinzip auch, wirklich auch verändern. Genau, die auch die ganze Partie bestehen bleiben in den meisten Fällen. Hier zum Beispiel darf man ein bisschen von seinem Deck mal austauschen. Und wir hatten auch zum Beispiel, dass der Stapel in 2 Teile geteilt wurde und man sich immer entscheiden durfte, auch von welchem Stapel man jetzt nimmt. Fand ich auch eine schöne Sache und so. Ja. Sind immer so Kleinigkeiten, aber es sind nicht nur Kleinigkeiten. Manche sind auch
etwas spielentscheidender wie andere, und aber immer was Positives für einen. Und auch thematisch ganz nett. Also ich hatte zum Beispiel letztes Mal eine Karte, da hat sich der König, das sind so königliche Dekrete, der hat sich dann gewünscht, ein Schachbrettmuster zu haben. Das heißt, man musste alle seine Pläne über den Haufen schmeißen und ein Schachbrettmuster haben. Oder einer wollte eine Flagge, das war dann die Geschichte, wir brauchen eine neue Flagge fürs Königreich. Wer entwirft als erstes eine Flagge? Und man musste dann einfach drei Streifen in drei unterschiedlichen Farben machen. Das heißt, blau konntest du ja eins machen, das konntest du danach werten. Aber drei Karten in gelb oder in rot zu haben, bringt dir ja erstmal nichts. Aber du musstest dann halt darauf spielen, um diese Karte und diese Punkte zu bekommen. Also wirklich sehr, sehr schön integriert, auch sehr clever ins Spiel eingearbeitet, ohne das Spiel überkomplex zu machen. Es ist nicht so, dass du dann immer innehalten musst und nochmal 20 Minuten Regeln erklären musst, aber die dann das Spielprinzip wirklich auch verändern. Also ich, es kommt gerade sehr oft bei mir auf den Tisch. Ich mag es sehr gerne, und durch diese, man sieht ja auch die Aufträge, das sind richtig viele. Da kommt richtig viel Varianz rein. Da finde ich die dritte Erweiterung mit diesen Geistern, die finde ich dann gar nicht mehr so gut. Da geht's dann die finde ich auch doof. Die braucht es überhaupt gar nicht. Weil da geht es nur um die Mehrheiten. Mehrheiten dann. Und die kriegt man nur, und die gibt es ja für alle vier Gebiete, wenn man die Zahlen genau aufsteigend hat. Also beim Fluss dann 1, 2, 3 oder hier, wie ich hier, hätte ich es richtig gemacht, 4, 5, 6, dann würde ich halt den Wassergeist kriegen. Und der bringt mir immer, wenn ich jetzt nochmal werte oder eine Wertung mache, dass zusätzlich nochmal die Wassersache triggert. Und das fand ich dann wird es nämlich so, dass es auch länger dauert und dann wird die Downtime ein bisschen größer und so. Und von den Punkten her lohnt sich's nicht. Genau, oder man kann da auch noch die Rückseite nehmen, dann ist da einfach 5 Punkte wert. Ein anderer kann mir den wegnehmen, wenn er eben auch so ein genaues Ding triggert. Und das fand ich relativ reizlos. Apropos wegnehmen, wenn einem das Spiel zu solistisch ist, weil man ja immer nur so vor sich hinbaut, kann man dieses Starttableau auch umdrehen. Und dann ist der Wächterbonus anders. Bei Wächterbonus, wenn man alle vier rote Karten an der Seite hat, kann man sich drei Karten anschauen, muss sie sich memorymäßig merken und wieder hinlegen, was bei uns nie funktioniert, weil wir immer zu viel Fluktuation haben. Und deswegen kommt die Rückseite dann ins Spiel. Da kann man dann sagen, der Bonus ist, wenn ich einen Wächter fertig habe, dann darf ich von einem Mitspielenden eine Karte klauen. Also dann kann ich sagen, oh, ich brauche ja jetzt hier dringend, keine Ahnung, deinen Wald. Und dann kriegst du halt eine neue Karte da rein. Ja. Ist ganz schön fies, aber bringt auch nochmal, wenn man das halt mag in so einer Runde. Ich finde es schön, dass es als Variante eben ist. Mit meiner Frau kann ich das zum Beispiel nicht spielen. Die findet das total bescheuert, wenn ich dann genau ihren Plan kaputt mache. Da kommt es nicht auf den Tisch. Mit anderen Mitspielenden spiele ich ganz gerne dann diese Variante, weil man dann auch sehen kann, ah, du hast deinen Wald gleich fertig. Nee, hast du nicht. Ich nehme dir eine Karte weg, so. Genau. Dann hat man auch wieder mehr dieses, was du gesagt hast, ich weiß gar nicht, warum ich gewonnen habe. Ja. Dann kommt man mehr da rein, dass man dann doch weiß, warum man jetzt gewonnen hat. Absolut. Oder dass es gut lief. Gerade wenn man hier viele von diesen Aufträgen hinbekommen hat, auch von den Trollen, die besonders viele Punkte kriegt. Und es fühlt sich auch gut an, dann diese Aufträge zu erfüllen, weil man dann wirklich das Gefühl hat, man hat eine Entscheidung getroffen. Ja. Das war ja das, was ich beim Grundspiel so ein bisschen bemängel. Und hier habe ich das Gefühl, nee, ich habe mich entschieden, diese zwei Wälder zu bauen, und ich habe dafür Punkte bekommen. Oder ich habe mich halt verzockt, weil ich nie diese dunklen Wasserfelder gekriegt habe. Also weiß ich auch, warum ich jetzt verloren habe. Ja. Ich habe trotzdem noch zwei Kritikpunkte. Natürlich. Und zwar, das eine ist, was ich ein bisschen blöd finde, die Karten werden immer hier draufgelegt. Ja, und dann sieht man nicht mehr, gell? Genau. Und eine Wertung kommt ja genau dann, wenn die Karten da drauf liegen. Da steht aber auch drauf, was ich für einen Bonus kriege. Und es ist immer so, dass man entweder man vergisst den Bonus komplett und dann im Nachhinein so, ach, ich hätte ja noch, das war ja ein Turm, ich hätte ja noch eine Karte umdrehen dürfen. Und das andere war, gerade für die ersten Partien oder wenn man mit Leuten spielt, die das zum ersten Mal spielen, dann hat man die Boni nicht so schnell intus, finde ich. Also nach mehreren Partien, da weiß ich jetzt schon, aber halt am Anfang noch nicht. Und dann, was war das nochmal? Und dann muss man immer diese Karten darunter nehmen. Ist ein bisschen ungünstig, dass es halt da drauf liegt. Man hätte ja auch sagen können, wird neben dran gelegt oder so. Ist jetzt nur eine Kleinigkeit, aber kam halt sehr oft vor, dass jemand so... Absolut. Oder dadurch halt auch den Bonus vergessen hat. Wir merken das ja vor allem, weil wir ja mit sehr vielen unterschiedlichen Spielen, Gruppen immer spielen und ausprobieren, halt immer wieder wegen der Jury und dann immer wieder das Auftritt. Wenn man jetzt in einer bestehenden Gruppe spielt, dann ist das Thema nicht mehr da, weil man weiß, man kann sich ja sehr schnell merken, was sind die Boni. Aber das ist mir auch aufgefallen, gerade mit neuen Gruppen ist es immer wieder so, wo war das jetzt nochmal? Ach, hier steht's. Genau. Ja. Und das Zweite, sogar in größeren Runden war es manchmal so, dass die Karten, die rumgegeben wurden, immer die gleichen blieben. Ja. Und das sind ja nur zwei Karten. Und dann war irgendwann, zum Beispiel hat gerade keiner auf Wald gespielt. Ja. Ja, und irgendwann
sind irgendwie von diesen, sagen wir mal, wenn wir zu viert spielen, sind ja 8 Karten so im Umlauf. Ja. Dann sind da halt irgendwie 6-mal Wald drin. Ja, bis einer sich erbarmt und sagt, na, dann gehe ich jetzt halt mal auf Wald. Und dann merkst du schon, wenn die Karten schon wieder liegen, also das sind die gleichen, die ich vor einer Runde auch schon da hatte, na gut, dann decke ich halt nochmal eine auf. Und das machen halt dann alle. Ja. Und da gibt es tatsächlich keine Möglichkeit, dass man mal sagt, okay, wenn die gleichen Karten einmal komplett rumgegangen sind, dass man die dann mal austauscht. Das stimmt. So. Es fehlt eine so eine Option, die Handkarten abschmeißen und 2 neue ziehen oder so. Dass noch ein bisschen mehr Fluktuation drin ist. Es ist wirklich so, dass sich dann einer aus der Gruppe muss dann endlich mal werten. Genau. Oder seine Pläne umschmeißen. Wenn alle halt in ihrem Plan feststecken, dann tut sich dann nichts. Und dann muss man halt sagen, alles klar, dann baue ich jetzt halt nochmal um und werte einen Turm, um neue Karten zu kriegen. Aber das kann tatsächlich passieren. Und ist aber auch Teil des Spiels. Wer macht das dann? Ja, aber es ist halt vor allem ein Zwei-Personen-Spiel. Ja. Da kommt es halt oft vor. Da sind dann zwar 4 Karten, aber das bringt auch nicht so viel. Weil wenn beide gerade durch ihre Aufträge auf Wächter gehen und es sind nicht genug Wächter im Pott, dann kann man nichts machen. Dann muss einer sagen, okay, ich schmeiße jetzt meinen Plan um, egal wie weit fortgeschritten der schon ist, ob ich nur noch eine einzige Karte brauche. Ich muss jetzt auch was anderes gehen. Das fordert das Spiel aber auch ein. Du musst halt mit dem hantieren, was da ist. Also ich finde es eigentlich schon okay, dass diese Option nicht drin ist, weil das ist halt das Spiel. Jeder muss halt mit dem klarkommen, was da ist. So, was im Pott ist, aber deswegen gefällt es mir mit mehr Spielern besser. Ja. Und zu zweit ist es so ein bisschen so, es funktioniert auch, aber Was ich schön finde, es ist keine Variante im Zwei-Spieler-Modus. Nee. Es ist das gleiche Spiel, nur mit mehr Handkarten. Genau. Und es ist nicht so eine abgespeckte Version oder eine Version, die weniger gut funktioniert. Oder kein Dummy oder irgendwas. Das Problem dass es sich quasi festfährt, kann dort schneller passieren. Ja. Definitiv. Genau. Schön. Ja, sehr schön. Dann gutes Ding bei Cosmos von Marc-Uwe Kling und eine schöne Variante von diesem, ich habe das Golf, das Original ja nie gespielt, dieses mit dem normalen Kartenset. Das ganz Original habe ich auch nie gespielt, aber es gibt ja immer mehr. Etheria hatten wir zum Beispiel erst vor kurzem auch. Das war ja auch mit dem Golfprinzip und so. Also es scheint im Moment, ich will ja nicht das Wort Trend in den Mund nehmen, aber im Moment sehr beliebt zu sein. Und es ist weit genug davon entfernt durch diese thematische Einbindung und durch diese Module sowieso. Ja. Also sehr eigenständiges Spiel auch. Ja. Ja. Dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Und Action. Wir haben hier nämlich 2 kooperative Spiele. Und das erste ist Roll Camera, wo wir einen Film drehen und das eben stilecht in einer Filmklappe auch angereicht wird. Erschienen im Kobold Verlag von, ich hoffe, ich spreche es jetzt halbwegs richtig aus, Malachi Rai Rampen. Das heißt auch im Untertitel das Filmemacher-Brettspiel. Jawohl. Ist für 1 bis 4 Leute, dauert, hier steht 45 bis 90 Minuten, 45 kommt eher hin, so eine Stunde vielleicht, und ist ab 10 Jahren. Mhm. Und das andere Spiel, was wir mitgebracht haben, ist von Leo Colovini und nennt sich Kuzuka. Kuzuka ist wohl das Swahili-Wort für Ausbruch. Und hier eben kombiniert mit dem Zoo, also wir wollen aus dem Zoo ausbrechen. Mhm. Wenn man es weiß, ist es ein cooles Wortspiel, ansonsten nennt man es einfach Kuzuka und erkennt zumindest das Wort Zoo darin. Ist bei Pegasus Spiele erschienen, ab 8 Jahren, dauert 30 bis 45 Minuten, das stimmt auch, also eher noch ein schnelleres Spiel und geht von 2 bis 6 Personen. Und wir fangen mal mit Roll Camera an. Genau, Action. Du hast schon gesagt, die Packung ist wunderschön. Ja. Natürlich wie so eine Filmklappe aufgemacht. Und nicht nur die Filmklappe ist eingebunden, sondern auch die Filmrolle. Finde ich auch ganz süß gemacht. An die Kids da draußen, Filme wurden früher auf Band aufgenommen. Wie alle so, warum sieht es nicht aus wie eine SD-Karte? Also das ganze Spielmaterial ist in dieser Hochkantpackung drin, süß gemacht. Und das Filmemacher-Brettspiel, du hast es schon gesagt, und genau das ist auch das Thema. Also wir drehen einen Film. Übrigens auch nettes Detail auf der Rückseite, ein Storyboard. Das heißt, wenn man wirklich einen Film machen möchte, kann man die Rückseite nehmen, um die 3 Akte eines Films sich vorzubereiten. Ich finde, ihr könntet mal ein Special machen über coole Rückseiten. Ja, vielleicht. Es gibt doch Spion gegen Spion gab es ein Spielbrett für 4 Personen. Dann war zusammengeklappt für 2 Personen und auf der Rückseite war dann für 0 Personen. Genau, Filmemacher Brettspiel, wir sind quasi am Set. Also wir haben hier unser Set. Wir übernehmen verschiedene Rollen. Also es gibt eben zum Beispiel hier das Kamera,
Kamerateam oder den Kameramann, die Kamerafrau, Produktionsdesign. Es gibt den Star, den ich letztes Mal hatte, natürlich die Regie, den Schnitt und ProduzentIn. Im Endeffekt ist es ein Dice-Manipulationsspiel oder ein Dice-Placement-Spiel, aber eben kooperativ. Wir haben hier verschiedene wunderschöne Custom-Dice, die verschiedenen Rollen der Filmcrew übernehmen. Also wir haben hier zum Beispiel das Licht, wir haben die Maske, die steht für die Schauspieler wie am Theater, wir haben Mikrofon für Ton, wir haben Design, wir haben Special Effects, das sind quasi die Joker, und wir haben noch die Kamera. Und diese Würfel werden gewürfelt und die müssen wir zuordnen. Und mit diesem Zuordnen der Würfel können wir verschiedene Dinge machen. Jeder von uns hat ja sein Tableau vor sich. Das heißt, man kann als Kamera-Crew zum Beispiel irgendwie mit Gaffer-Tape irgendwas hinkleben. Der Produktionsdesigner kann auch mal das Drehbuch ändern. Die Star-Power kann die Schauspieler motivieren und so weiter. Das sind also eigene Tableaus, auf denen wir Würfel platzieren können. Aber das Hauptsächliche, was wir tun müssen, ist uns ein Set zusammenbauen, weil wir haben verschiedene Szenen, die wir ja abdrehen wollen. Also unser Spielziel ist es, diese Szenen, die hier liegen, abzudrehen. Wir haben hier zum Beispiel eine Szene, da wirft jemand Gift in einen Kochtopf. Ja. Und dann können wir zum Beispiel sagen, okay, unser Film fängt damit an, dass wir eine Szene drehen, bei dem wir sehen, wie eine Pinpette Gift in den Kochtopf wirft. Oder wir wollen eher mit einer romantischen Szene anfangen. So, dann bringst du hier auf der Rückseite, genau, sieht man nochmal, wie es dann fertig aussehen hat. Würde. Genau. Wenn wir diese Szene drehen wollen, müssen wir aber dafür eben Licht haben. Wir müssen glücklich würfeln, eben auch einen Schauspieler oder eine Schauspielerin zu haben. Wir brauchen auch noch eine Kamera und wir brauchen nochmal, weil es eine Liebesszene ist, nochmal eine Schauspielerin. So. A, müssen wir es also schaffen, das zu würfeln, indem wir das dann, jede Runde wird gewürfelt und die Würfel können zugeordnet werden. Und um diese Szene zu drehen, brauchen wir ja auch eine Kulisse. Das heißt, wir müssen erstmal unser Set zusammenbauen, indem wir eben hier aufs Set gehen, zwei Leute hier einsetzen, dann dürfen wir ein Plättchen ziehen und dann versuchen wir uns hier eben ein Bühnenbild aufzubauen. So. Und wenn das jetzt dann mal so aussieht, kriegen wir das so hin? Ja. Dann haben wir unser Set irgendwann mal aufgebaut. Das dauert dann natürlich ein paar Runden. Und dann können wir sagen, alles klar, jetzt können wir diese Szene drehen. Also hier wird das Licht hingestellt, hier, da. Und die Kamera kommt hier drauf, das ist ein ganz gutes Feld, da kriegen wir nochmal extra Geld. So, und dann haben wir die Szene endlich abgedreht. Das ist so das Kernziel des Spiels, wenn da nicht die Probleme wären, die uns am Set passieren können, Julia. Ja, und zwar immer, wenn einer dran ist und jeder hat praktisch einmal die Möglichkeit, diese 6 Würfel zu werfen und zu platzieren. Und am Anfang des Zuges passiert immer irgendwas Schreckliches. Zum Beispiel, oder wir werden vor ein Problem gestellt, was wir hoffentlich bald lösen können. Hier zum Beispiel, für jede Szene wird eine zusätzliche Beleuchtung benötigt, weil diese Nachtszene muss nun tagsüber gedreht werden. Genau, ganz Dilemma. Klar. Dilemma, weil wir hätten jetzt gar kein zweites Licht zum Beispiel in dem Fall. Ja. Aber vielleicht hättest du noch 2 Würfel übrig, um einfach das Problem direkt zu lösen. Mhm. Ist auch ganz gut, weil natürlich ist Zeit und Geld knapp im Spiel. Wir haben am Anfang ein gewisses Budget und eine gewisse Zeit. Und je nach, also immer wenn ein Spieler fertig ist, wird die Zeit 1 runtergedreht. Und der Filmdreh, je nachdem wo der liegt, kostet bestimmte Anzahl, Anzahl an Dollar. Und du hast jetzt von hier oben eingedreht, da würde uns schon 4 Geld kosten. Haben wir jetzt vielleicht nur noch 6 übrig. Dafür, weil es hier oben war, kriegen wir eine Zeit wieder, also einen zusätzlichen Zug. Und damit müssen wir immer sehr gut haushalten, weil Geld und Zeit ist immer knapp. Und irgendwie müssen wir versuchen, da wieder ranzukommen. Haben wir zum Beispiel 5 Probleme gelöst, dann bekommen wir 2 Geld oder eine Zeit. Ja. Ist auch immer eine harte Diskussion, was genau davon jetzt dringender ist, weil ja doch beides eigentlich so dringend ist. Und auch schön thematisch schön eingebunden, dass wir Zeit und Geld managen müssen. Ja. Jeder, der schon mal an einem Set oder an so einem Projekt mitgearbeitet hat, weiß, dass das die 2 Kernprobleme sind. Ja. Und wenn man Probleme liegen lässt, kennen wir auch aus dem Alltag, dann werden sie eher schlimmer. Genau. Das heißt, am Anfang kann ich einfach irgendwie 2 Leute draufwerfen. Völlig egal. Jeder kann sich um dieses Problem kümmern. Aber je länger ein Problem liegt, desto schwieriger wird es zu lösen. Es kommt natürlich immer dann auch noch ein zweites dazu und schlussendlich auch ein drittes. Das heißt, beim zweiten Problem muss ich schon 2 gleiche Würfel haben.
Und beim letzten Problem, wenn ich es zu lange vor mir herschiebe, brauche ich 3 Leute. Das heißt, mich blockieren 3 Würfel, um dieses Problem überhaupt gelöst zu bekommen. Was mir natürlich dann auch schadet, weil ich kann diese Leute dann nicht mehr am Set einsetzen. Genau. Ich kann damit das Drehbuch nicht mehr umschreiben. Ich kann damit kein neues Meeting mehr einberufen. Das heißt, vor allem muss ich dann vielleicht auch den Schauspieler losschicken, um zu sagen, hey, wir brauchen dringend noch einen Praktikanten, hol mal noch jemanden. Bedeutet, ich darf einen anderen Würfel in eine beliebige Sache ändern, weil wir wissen alle, Praktikanten können alles und werden überall hingeschickt. Genau. Also da, von der Thematik schon sehr, sehr cool. Was auch cool ist, wir haben verschiedene Charaktere, die hast du ja schon so ein bisschen vorgestellt, aber die können auch verschiedene Sachen. Und zum Beispiel der Gaffer, ja, der benutzt seine Kamera dazu, um ein Problem zu lösen. Das heißt, selbst wenn es hier hinten liegt, braucht der nur einen Würfel dafür und hat damit die Welt wieder gerettet mit seinem Gaffer-Tape. Ziemlich stark, aber alle wissen, Gaffer-Tape löst alle Probleme. Richtig. Und so gibt es eben auch denjenigen, der zum Beispiel hier das Set nur für einen Würfel umbauen kann und so weiter. Also richtig gute und starke Sachen. Und es gibt auch einen, den finde ich besonders stark. Ich weiß gar nicht, wo der gerade liegt. Hier, genau, der ist es. Der kann. Ah ja, stimmt. Ja. Der kann Geld in Zeit und in Punkte umwandeln. Ich weiß gar nicht, du hast, glaube ich, noch gar nicht gesagt, wie wir überhaupt gewinnen oder verlieren. Nee, stimmt. Also das Spielziel ist natürlich, diesen Film komplett zu haben. Also irgendwann haben wir diese Szenerie dann hier abgedreht. Wir kriegen dann Qualitätsstufen, je nachdem, welche Szenen wir drehen, gehen wir in der Qualität hoch oder runter. Genau. Und gewinnen können wir nur, wenn wir aus diesem mittleren Segment herauskommen. Also wir müssen mindestens einen nicht schlechten Film drehen. Ne? Und Ziel ist es natürlich, ein Meisterwerk zu haben. Alle Leute, die im Film arbeiten wollen, ein Meisterwerk produzieren. Aber wenn zu viele Probleme am Set auftauchen, kann alles richtig schief gehen. Wir drehen einen unterirdisch schlechten Film. Den wollen wir natürlich nicht haben. Aber es gibt ja immer wieder auch so Filme wie Plan 9 from Outer Space, die dann so schlecht sind, dass sie alle wieder feiern und dass sie richtig Kult werden. Und das ist auch ein Spielziel. Und das finde ich richtig, richtig cool. Ich finde es auch total witzig. Aber habt ihr das mal probiert? Es ist sauschwer, das überhaupt hinzukriegen. Weil einen schlechten Film zu produzieren, ist gar nicht so das Problem. Aber du musst ja dann auch da unten bleiben. Genau. Und das heißt, wenn du eine Szene drehst, kriegst du ja auch wieder Qualität dazu. Und die Grenze zwischen grottig schlecht ist schon wieder Kult zu, nee, ist eigentlich wirklich nur schlecht. Die ist halt sehr einfach und dass du in der letzten Runde gerade noch hochgehst, das passiert dann doch relativ schnell. Also von daher musst du auch im Spiel überlegen, kriegen wir es noch hin, einen wirklich guten Film zu produzieren oder riskieren wir es da auf diese schlechte Qualität zu gehen? Genau. Habt ihr es einmal geschafft mit Kultfilm? Wir haben es einmal überlegt, ob wir es dann probieren, aber dann doch gemerkt, wir haben ein zu gutes Drehbuch, weil am Ende vom Spiel wird nochmal geguckt, was wollen wir überhaupt für einen Film drehen. In dem Fall würden wir es, glaube ich, schaffen. Hier würden wir Sonderpunkte kriegen für Szenen, die eben diese grünen Karten sind. Das sind dann die, ich weiß gar nicht, die Intrigen oder irgendwie oder sowas. Oder Staunen oder irgend sowas. Genau, also hätten wir gar nicht. Hätten wir gar nicht, von daher könnten wir es jetzt schaffen. Wenn wir jetzt aber die schon wieder drin hätten, diese Szene, die grüne, dann würden wir schon wieder einen Punkt kriegen und wären schon wieder aus diesem Schlechten raus. Also da muss man sehr gezielt drauf hinarbeiten. Finde ich aber sehr motivierend, dass man das dann eben auch so gewinnen kann. Ja, wir probieren jetzt mal extra schlecht zu spielen. Ja. Den Film muss man natürlich trotzdem fertigstellen. Und das ist ja das eigentlich Schwierige. Das ist hier sehr gut gemanagt mit dem Zeit- und dem Geldfaktor, dass es eigentlich immer knapp wird. Allerdings muss ich auch sagen, wir haben immer gewonnen. Ja. Ja, aber ihr wart halt ein gutes. Also es ist ein, man hat ja verschiedene Schwierigkeitsgrade. Also auf der Rückseite kann man noch einstellen, wie viel Budget man anfängt. Auf dem normalen Schwierigkeitsgrad haben wir es auch immer geschafft. Wir haben jetzt aber auch nicht die Motivation gehabt, uns das jetzt noch schwerer zu machen. Genau. Aber es hängt auch mal sehr stark davon ab, welche Rollen man hat. Ich finde zum Beispiel den Gaffer finde ich extrem stark. Dann machen einen die Probleme gar nichts aus. Wir hatten dafür gerade aber wenn man zu zweit spielt und wer jedes zweite total. Mal dran ist. Ja. Aber wenn man eben andere Rollenkombinationen hat und je nachdem, wie die Karten gezogen werden, kann das dann auch schon mal ein bisschen schwieriger und knapper werden. Aber das ist ja ein kooperatives Spiel. Also was es eben nicht hat, es hat nicht so dieses Alpha-Spieler-Problem, finde ich. Dass jemand sagt, wir müssen das und das und das machen, der Zug ist völlig klar. Sondern man hat immer sehr viele Optionen. Man kann eben auch überlegen, gehen wir jetzt wirklich auf Set, lösen wir das Problem. Ah, guck mal, ich habe da noch diese Möglichkeit. Man fängt an zu diskutieren, wie an einem echten Set auch. Und eine sehr schöne Sache, die ja dann noch dazu kommt, ist dieses Produktionsmeeting. Aber lass uns nochmal über den Alpha-Spieler sprechen, weil ich finde es nämlich genau nicht so. Also wenn ein Alpha-Spieler dabei ist,
dann kann der genau sagen, was getan werden muss, weil ja alle Informationen offen sind, außer beim Produktionsmeeting. Mhm. Das ist die einzige Ausnahme. Das ist auch, finde ich, das einzige Besondere an dem Spiel. Ja. Lass uns aber gleich darüber sprechen. Aber der Alpha-Spieler, der plant genau, okay, wir machen den Film, dafür muss das Set so aussehen, dafür müssen wir noch dieses Plättchen kaufen und Zeit, dafür müssen wir irgendwie noch Zeit organisieren und Probleme lösen. Das muss alles in dem Zug passieren. Ja, würfel mal deinen Zug. Okay, das passt, dann machen wir jetzt so und so. Also ich finde, Alpha-Spieler ist hier extrem. Aber es gibt nicht die eine Antwort immer. Es gibt nicht den perfekten Zug. Weil doch, finde ich gerade schon. Ja, würde ich so nicht sagen, weil natürlich kann es auch schlau sein, je nachdem, wie die Würfel liegen, wenn man sagt, ja, aber wir haben doch jetzt zwei gleiche Würfel, dann ignorieren wir das Problem, das stört uns doch nicht so. Man kann darüber argumentieren und reden. Natürlich, aber so entsteht der beste Zug. Also den gibt's ja, aber schon. Aber man weiß ja nicht, ob das der beste Zug ist, weil man sieht, man ahnt ja nur das nächste Problem. Also jetzt mal, wenn es so aussieht zum Beispiel, dann sagt man, ja, das Set ist gerade nicht unser Problem. Ja, als nächstes Problem kommt ein Set. Wir können uns also das gut leisten, dass die rüberrutschen, die stören uns nicht so und das Set wird uns nicht das Problem sein. Ja, aber dann hat man trotzdem für diesen Zug das Beste draus gemacht. Ja, aber man weiß ja nicht, was das Beste ist. Also es gibt nicht so den eindeutig besten Zug, weil dann zum Beispiel, es kann ja auch passieren, dass jetzt momentan die beste Idee ist, weil das Drehbuch so liegt, diese Szene zu drehen. Aber dann kann es ja auch wieder sein, dass hier eine Aktion kommt, wo das Drehbuch sich umändert. Ja, gut, dann muss man das Problem halt schnell lösen. Oder man muss halt auch darüber argumentieren, man ist jetzt irgendwie hier, ja, gehen wir jetzt da unten oder gehen wir da oben hin? Was ist denn wirklich besser? Also ich finde schon, dass es sehr viel Diskussionsbedarf gibt in diesem Spiel und dass es nicht so eindeutig ist, was wirklich der beste Zug ist. Also ich habe es ein bisschen anders erlebt. Also bei uns war es oft so, dass klar ist, was getan werden muss. Und es war auch oft so, dass die gleichen Sachen immer in jedem Zug gemacht wurden. Es wurde eigentlich fast in jedem Zug das Problem gelöst. Mhm. Am besten natürlich über den Charakter, wenn der gerade dran war. Es wurde in jedem Zug versucht, die Szene zu spielen. Wenn halt gerade im Zug vorher eine gespielt wurde, dann war klar, das Set muss irgendwie umgebaut werden oder ein neues Plättchen gekauft werden. Am Anfang hat man ja noch keine Plättchen. Das heißt, in den ersten Zügen muss man erstmal kaufen, damit überhaupt was geht. Also ich fand schon, dass wir fast immer die gleichen Sachen gemacht haben. Zum Beispiel den Praktikanten anheuern haben wir so gut wie nie benutzt. Nee, das lohnt benutzt. Sich fast nie, wenn man ja nochmal ein Problem extra bekommt. Richtig. Ja. Und hier unten, da kann man so zwei von diesen Ideen, die wir ja gleich nochmal näher besprechen wollen, lagern. Dann ist klar, okay, wir lagern das, weil wir das beim nächsten Szenendreh brauchen oder so. Und das war bei uns schon so, dass immer relativ klar war, was gemacht wird, plus dieses Produktionsmeeting. Und es war sogar teilweise so, dass wir Würfel übrig hatten. Dass wir gesagt haben, ich habe jetzt noch einen Würfel und ich kann nichts Sinnvolles mehr damit machen. Aber auch da haben wir dann oft angefangen zu diskutieren, weil wenn das Set zum Beispiel liegt, dann kann man ja auch überlegen, ja, wollen wir wirklich die Szene drehen? Vielleicht arbeiten wir lieber auf die hin. Und dann aber so, ja, aber dann kostet uns ein Geld weniger und das und das. Ja, aber da kriegen wir eine Zeiteinheit zurück. Ja, aber die brauchen wir nicht wirklich. Ja, aber das kann ich dann mit meiner Rolle noch ändern. Also wir haben wirklich sehr viel hin und her debattiert, überlegt und es gab nicht so diese hundertprozentige Sache. Und dann auch immer die Entscheidung, naja, aber ich kann doch den Schauspieler schon mal hier hinlegen. Also wenn es jetzt zum Beispiel so liegt, ja, wir brauchen ja für die Szene später hier zwei, den muss ich doch nicht nochmal neu würfeln. Und dann hat mein Nebensitzer aber gesagt, ja, aber ich weiß ja nicht, ob ich, wir brauchen drei gleiche Würfel. Denn ich habe hier schon zwei. Wenn wir die jetzt nicht benutzen dafür. Genau, aber die bleiben da liegen. Die bleiben da liegen, die sind dann gesperrt. Oder legen wir die da schon mal hin und hoffen drauf, dass wir vielleicht noch ein Dings würfeln. Und dann sagt der Nächste wieder, ja, nee, aber die können wir doch immer noch machen. Wir werden es eh nicht schaffen, in der nächsten Runde eine Szene zu drehen, weil wir das und das gar nicht gebaut haben. Das heißt, wir werden auf jeden Fall ja auch hier zwei brauchen, um hier noch was zu bauen. Und dann muss das eine Kamera sein. Also brauchen wir die nicht aufheben. Sowas haben wir halt ganz oft diskutiert. Und ja, da gibt's die Diskussion gibt es schon. Aber wenn du hast ja nur nach dem Alpha-Spieler gesagt. Ja. Wenn es einen am Tisch gibt, der das gut durchrechnen kann, dann kann der zum Alpha-Spieler werden. Aber wenn auch er ein kann gutes nur auf Wahrscheinlichkeiten basieren. Natürlich, sprechen, wenn du ein gutes Team hast, dann diskutieren. Ja. Also wir haben auch immer viel diskutiert, weil wir sind keine Alpha-Spieler, sondern wir wollen ja auch ein schönes Gruppenerlebnis haben. Und ich finde, das fördert das Spiel durchaus. Also Alpha-Problem gibt es immer, klar, aber das Spiel fördert Diskussionen, weil sehr viele Positionen sind, über die man reden kann. Das schon, aber wir hatten oft genug eben Züge, wo es dann doch den sinnvollsten Zug gab, den du machen konntest. Zum Beispiel, wenn ganz klar war, ich habe alles gewürfelt, was ich jetzt für die Szene brauche. Natürlich löse ich die Szene mit vier Würfeln und die anderen beiden benutze ich für mein Problem. Ja. Und das war halt, kam mir zu oft vor. Mhm.
Dann lass uns über die Ideen noch sprechen, ja, weil die sind wirklich sehr clever in diesem Spiel. Man kann jederzeit sagen, ich rufe ein Produktionsmeeting ein, dann wird kurz unterbrochen, dann darf jeder seine Handkarten angucken und dann alles wird besser durch Meetings. Jeder, der im Büro gearbeitet hat, weiß, dass das die Wahrheit ist. Ich lege mal so ein paar hier für die Kamera hin. Genau. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, alles klar, wir stehen gerade vor einem Problem. Wir haben schon überlegt zu drehen. Wir werden es diese Runde nicht schaffen. Ich habe hier eine super Idee. Man darf dann nicht verraten, was es ist, aber ich habe eine super Idee, wie wir an Geld kommen, kann ich dann zum Beispiel sagen. Und dann sage ich mache ein Meeting und alle spielen eine Idee aus. Ich habe zum Beispiel die Idee, heute wird kein Strom genutzt. Und dann ist die Erklärung, falls wir in diesem Zug keine Szene gedreht haben, dann kriegen wir 2 Geld. Wir wissen aber dann auch, wir werden in diesem Zug keine Szene mehr drehen. Aber das ist doch eine super Idee, dann kriegen wir wieder 2 Geld und dann können wir nächste Runde. Und dann sagst du, ja, aber wenn wir doch jetzt diese Runde drehen, ich habe hier eine Nebelmaschine, dann kriegen wir diese Bonusfelder doppelt, über die wir gerade schon gesprochen haben. Ja, wenn es jetzt gerade so aussieht, lass uns doch versuchen, auf jeden Fall zu drehen, weil dann kriegen wir das doppelt. Und dann sagt wieder jemand, nee, das schaffen wir die nächste Runde nicht, lass uns die Idee aufheben für nächste Runde. Mhm. Die führen wir aus und die Idee, die ist Schrott, das Skript umschreiben, nee, das ist super, die kommt auf den Ablagestapel. Genau. Und das dürfen immer 3 Leute eine Idee ausspielen, das heißt, bei 4 Spielern würde der 4. dann sagen, ich habe nichts, kann nichts beitragen. Ja. Genau. Bei uns war es zu oft leider so, dass die Leute gesagt haben, ich habe 3 Schrottideen auf der Hand. Echt, nee, bei uns ging das eigentlich ganz gut, aber das ist natürlich immer, was passt. Ja. Ja, aber es sind auch wirklich süß gemacht, diese Ideen. Idee, drehe mit einem super empfindlichen Satellitenobjektiv. Weißt du, so richtiger Quatsch. Oder verdopple den Koffeingehalt im Kaffee der Crew. Ja, das finde ich auch super lustig. Dann rennen alle rum wie von der Tarantel gestochen. Und dann kostet jede Szene 2 Geld weniger. Ja, die ist super für die Runde. Super süß gemacht, die Ideen. Ja. Und ich finde es insgesamt wirklich ein sehr schön thematisches Spiel. Also man fängt dann wirklich auch an, wenn man sich darauf einlässt. Natürlich ist es ein rein mechanisches Spiel. Klar. Man hat nie das Gefühl, einen Film zu drehen. Man setzt halt Würfel auf Plättchen und erfüllt Aufträge. Völlig klar. Aber durch diese Ideen, durch diese wirren und wilden Probleme, die auftauchen, wo man dann auch anfängt zu lachen. Hier, der Star mietet sich einen privaten, mit Diamanten besetzten Whirlpool. Dann habe ich natürlich den Star gespielt und alle schauen mich so an, so, ernsthaft? Ein Whirlpool? Ich sehe, ja, Entschuldigung, ich bin halt der Star hier in diesem Film. Also man kann dann auch mit dieser Thematik so ein bisschen spielen. Ja. Oder zum Beispiel, jeder hat noch eine Spezialfähigkeit. Ich war der Star. Und da steht als Privileg drauf, ich kann jederzeit Applaus einfordern für eine Aktion. Das heißt, ich habe den gewürfelt, ich so, seht ihr Leute, Applaus bitte. Und dann muss der ganze Tisch muss irgendwie klatschen. Oder Regie darf jedes Mal, wenn eine Szene gedreht wird, und Action sagen. Ja. Und wenn man das so ein bisschen einarbeitet und spielt, ist jetzt kein Rollenspiel dadurch, aber ich finde es wirklich süß gemacht. Das Thema ist klasse umgesetzt. Und auch, dass man dann anfängt, sich zu überlegen, was drehen wir da eigentlich gerade für ein Riesenquatschfilm. Oder auch unser Film heißt Sie begruben geheime Briefe. Das heißt, man hat sofort eine Idee im Kopf, was da passiert und weiß dann anhand des Titels schon, Sie begruben geheime Briefe. Na gut, lass uns doch auf jeden Fall auf den Kultschrott gehen. Das stimmt. Aber insgesamt muss ich sagen, wenn man dann mal so alle Ideen gesehen hat und es kommen relativ viele Ideen, also gerade in Viererpartien hatten wir auch tatsächlich, dass der Stapel neu gemischt werden musste, also dass alle Ideen mal dabei waren, dann ist es doch leider immer wieder dasselbe. Es ist ein sehr mechanisches Spiel, absolut. Und man kann jetzt auch nicht sagen, wir probieren mal die Taktik aus, wir probieren mal die Taktik, weil es geht immer darum, ich muss diese Probleme lösen, sonst habe ich ein Problem und ich muss eben mein Set bauen. Am Anfang muss ich diese Plättchen kaufen, sonst habe ich nichts. Wir haben meistens, ich weiß nicht, wie es bei euch war, eigentlich immer mit nur 2 Plättchen gearbeitet. Das heißt, 2-mal im Spiel haben wir 1 gekauft und die haben wir dann immer wieder umgebaut. Oh, weil das Kaufen kostet auch 1 Dollar. Und wir haben die immer wieder so gelegt, dass wir halt eins davon drehen konnten und dann halt wieder umgelegt, weil das Umlegen kostet nichts und man darf dann auch alle Plättchen so hinlegen, wie man es gerade braucht. Und damit kamen wir ganz gut zurecht. Das heißt, die Aktion war immer nur, wenn gerade eine Szene gedreht worden war und ganz am Anfang relevant. Praktikanten anheuern haben wir nie gemacht. Produktionsmeeting haben wir ganz oft dann einfach so gemacht, ich habe noch einen Würfel übrig, was können wir noch machen? Komm, lass mal ein Produktionsmeeting, vielleicht bringt uns da irgendwas was. Und dann haben wir halt nochmal 1 Dollar gekriegt oder irgendwie so. Und dann hatten wir oft noch einen Würfel übrig. Und dann, da passt jetzt nicht zu unserer Szene, ich könnte jetzt hier was auslösen, was ich vorher gespeichert habe. Das bringt aber gerade gar nichts.
Ja, dann müsst ihr es vielleicht, also dann seid ihr vielleicht einfach zu gut und müsst eine Stufe schwerer probieren, um dann wieder mehr Not zu haben. Aber selbst wenn es eine Stufe schwerer wäre, es gibt nicht so viele Slots für einen Würfel. Ja. Nee, also, man hat das eigene Tableau noch. Ja, ja. Ja, ich gut, dir recht, aber dann kann ich natürlich, ich kann meine Ideen austauschen. Also ja. ich hab schon auch gemerkt, das Spiel nutzt sich insofern schnell ab, als dass das Thema begeistert bei der ersten Partie total. Also meine Gruppe war richtig, wir haben uns danach noch ewig unterhalten über den Film und so weiter. Und nach der zweiten und dritten Partie wird man halt sehr mechanisch. Das Thema rutscht dann so in den Hintergrund und man macht dann halt nur noch und merkt dann, es ist schon eine schöne kooperative Beschäftigung und eine schöne kooperative Aufgabe, das zu meistern. Aber dann verliert es halt so ein bisschen von dem Charme. Genau, es hat keine Substanz mehr dann irgendwann, ja. Das ist ein bisschen schade, weil es steckt sehr viel Liebe. Oh ja. In auch von der Gestaltung. Spiel. Ja, ja, auf jeden Fall. Und das passt ja auch alles. Aber es ist halt ein Spiel, nach dreimal hat man halt wirklich alles gesehen. Ja. Man kann sich ein bisschen durch diese Filmstudios noch ein bisschen eine Challenge setzen. Also es gibt dann halt eben Produktionsfirmen, die man zieht am Anfang vom Spiel. Und dann kann man halt zum Beispiel sagen, egal wie das Drehbuch ist, wir müssen es schaffen, dass hier die Karten, die hier liegen, so eine Art Regenbogen geben, weil das Logo der Firma ist. Oder man will auf jeden Fall, keine Ahnung, die Probleme beginnen und wenn ein Problem gelöst wird, kommt sofort ein neues. Also das ist dann quasi der Hardcore-Modus, man hat immer drei Probleme und so weiter. Oder man hat so eine Produktionsfirma, die hier ein bestimmtes Setup hat und so weiter und so fort. Man fängt an einer anderen Qualitätsstufe an. Also damit kann man sich ein bisschen das Spiel noch schwerer, leichter oder von der Herausforderung ein bisschen anpassen. Hat jetzt aber nicht so eine große extrem Auswirkungen. Ich wollte gerade sagen, es ändert nichts daran, was man tut. Ja. Und diese Probleme finde ich unglaublich nervig. Ja, das ist ja der Sinn der Sache. Soll auch so sein, aber ich weiß nicht, wenn es im Spiel ein Element gibt, was nervig ist, ob es dann so für das Spiel spricht. Was ein bisschen noch Unterschied ist, ist dann, in welcher Konstellation man die Tableaus hat, aber auch nicht so extrem. Also, wie ja schon gesagt, der Gaffer, der löst die Probleme halt schnell. Das heißt, da wird es sich dann anfühlen, als ist es gar nicht so ein großes Problem, wenn man mit dem spielt. Wenn man dann wieder eine andere Rolle hat und der Kameramann ist gar nicht dabei, dann merkt man auf einmal, oh je, wir brauchen ja ständig zwei, drei Würfel. Genau. Und dann hat man woanders wieder ein Problem und muss damit dann klarkommen. Also man hat schon ein bisschen Varianz drin. Und, aber nicht genug, leider. Nee. Aber schwierig. Also ich finde es schon schön. Ich finde gut, dass es das Spiel gibt, allein wegen der Verpackung, wegen dem Thema und so weiter. Aber es ist jetzt kein Spiel, was ich wirklich dauerhaft sehr oft spielen würde wollen. Nee, ich finde es ein bisschen schade. Also ich hatte mir einfach auch mehr erhofft von so einem coolen Setting. Weil ist ja auch genau unser Ding eigentlich. Ja, das stimmt, ja. Das gut. War Roll Camera. Dann kommen wir zu Kuzuka. Noch ein weiteres kooperatives Spiel, aber... Und Action. Ah nee, It's a Wrap. Aber hier haben wir ein ganz, ganz anderes, Spiel. Und es erinnert ein kleines bisschen, aber nur von den Karten her, an The Mind. Total. Total sogar. The Mind als Brettspiel ist das für mich. Ja. Ja, vielleicht. Also wir haben hier, hat er schon gesagt, Kuzuka steht für Ausbruch aus dem Zoo und jeder von uns verkörpert ein Tier. Und wir sind ja bis zu 6 Spieler. Und das heißt, bis zu 6 Tiere sind auch dabei. Und wir haben 7 Runden Zeit, um eben auszubrechen. Und ausbrechen schaffen wir dann, wenn wir hier in diesem weißen Bereich gelandet sind und es so Mind-artig auch noch richtig hatten. Mhm. Was heißt jetzt richtig hatten? Hier gibt es nämlich spannende Mechanismen, die drinstecken. Und zwar, wir haben am Anfang alle gemeinsam Level 1. Und Level 1 heißt, 20 Karten sind im Pott. Und insgesamt gibt es 6 gelbe, 7 rote und so weiter bis 11 grüne. Das sind die Utensilien, die Besucher im Zoo haben liegen lassen. Genau. Hier zum Beispiel ganz witzig aus diesen Eisstäbchen. Dann so werden so Zacken dann reingemacht, praktisch um einen Schlüssel daraus zu machen. Oder hier die Luftballons werden genutzt, um über den Zaun zu fliegen. Also ganz ehrlich, es ist eine nette Idee, das mit dem Müll zu erklären, aber so ganz plausibel ist es nicht, was wir da machen. Ist ja, aber ist ja nicht egal. So, als wäre es das erste Brettspiel, was nicht ganz der Realität entspricht. Ist ja auch vollkommen egal. Auf jeden Fall,
Wir haben dann 20 von diesen Karten im Pott und die Karten haben einfach nur eine Farbe. Da ist keine Zahl und so weiter drauf. Und es wird gleichmäßig, möglichst gleichmäßig auf die Spieler verteilt. Also wenn wir jetzt zu zweit spielen würden, wird jeder von uns jetzt 10 Karten kriegen. Dann haben wir 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 für dich. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 für mich. Und wir sehen schon, also es ist knapp die Hälfte des Stapels vorhanden. Das heißt, knapp die Hälfte dieser Karten. Und das Spielbrett hilft uns jetzt ein bisschen, um uns zu verständigen darüber, welche Karten wir denn so auf der Hand haben, weil wir versuchen, die Sorte zu finden, mit der wir am besten ausbrechen können im Grunde. Und man sieht an den Zahlen, die aufgedruckt sind, was wir brauchen. Also um tatsächlich wirklich nach der 7. Runde auszubrechen, müssen wir es als Gruppe, egal wie viele Leute mitspielen, schaffen, diese Zahlen zu haben. Also den 11 grünen Karten zum Beispiel müssen wir es schaffen, dass wir 10 als Gruppe auf der Hand haben. Was natürlich, wenn man sieht, hier ist noch so ein großer Stapel und wir kriegen keine neuen Karten während des Spiels, nicht so einfach ist. Richtig. Und wir sind jetzt in Runde 1. Ich lege mal meinen Marker gerade ein. Geht jetzt so, dass ich, wenn ich Startspieler bin, ich sehe jetzt hier, das darf ich natürlich nicht verraten, aber jetzt für die Kamera sage ich mal, ich habe jetzt schon 3 blaue Karten auf der Hand. Mhm. Ist also ganz gut. Ich muss aber in den ersten Abschnitt legen, da ist blau nicht drin, aber ich habe auch zum Beispiel 3 grüne Karten. Von grün sind insgesamt viele drin. Ich hoffe mal, dass du auch grün hast, deswegen sage ich mal grün an. Genau, du sagst also, ich habe grün auf der Hand, dass da eine 2 ist, kann man lesen, muss man aber nicht lesen. Also das bedeutet jetzt nicht, dass du 2 grüne Karten auf der Hand hast, aber du kommunizierst mir damit, ich habe wohl mindestens 1 oder 2 grüne Karten auf der Hand. Lass uns mal mit grün probieren, wäre so meine Aufforderung. So, jetzt seht ihr, ich interpretiere das ganz gut, weil ich habe selber nämlich auch ganz viel grün auf der Hand und sehe, du hast auch grün. Ja, dann lass uns doch auf grün spielen. Ich darf jetzt entweder innerhalb des gleichen Bereichs nochmal setzen, wenn ich dir sagen möchte, du, mit grün kann ich nichts anfangen, ich darf hier jetzt ja nicht reden, aber ich habe vielleicht irgendwie rot oder gelb oder so auf der Hand, dann würde ich halt eins von denen wählen. Mhm. Oder wie du gesagt hast, ich hätte jetzt zum Beispiel auch 3 blaue, das heißt, ich könnte dir jetzt auch sagen, blau wäre auch okay für uns. Mhm. In dem Fall, weil ich jetzt sehr viel grün habe, würde ich sagen, ja, grün finde ich super. Mhm. So. Dann freue ich mich natürlich, jetzt bin ich wieder dran. Und wie würdest du es jetzt im Kopf? Also ich kalkuliere jetzt im Kopf so, okay, du hast 1 oder 2, du hast mindestens 2 grüne. Ich sag dir, ich habe auch grün. Das heißt, du gehst jetzt wahrscheinlich davon aus, ich habe auch 2 bis 3 grüne. Genau, ich gehe jetzt davon aus, weil du direkt mitgegangen bist, dass wir das mit grün probieren können. Ich sehe ja, ich habe allein 3. Also du hast mindestens eine. Also 4 werden schon im Pott sein, deswegen gehe ich mal dahin. Genau, und ab jetzt kriegen wir auch Punkte dafür. Genau. Also wir haben 7 Ausbruchversuche, bevor wir dann wirklich final ausbrechen müssen. Das heißt, wenn wir jetzt uns zu unsicher sind, kriegen wir mehr als 4 grüne Karten auf der Hand, können wir jetzt auch sagen, stopp. Also ich bin jetzt dran und würde sagen, oh, du hast 2 auf der Hand. Ich weiß ja aber, dass ich 4 Karten grün auf der Hand habe. Das heißt, 4 kann ich auf jeden Fall toppen. Ja. Ich rechne mal damit, dass du 2 grüne Karten hast. Also auf mindestens, die 5. Ich bin ja auch schon 2-mal selber auf grün gegangen. Wenn ich nur eine hätte, dann hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht. Ich darf aber ja nicht gleich auf die 6 springen. Genau. Ich darf nur ins nächste Gebiet. Glücklicherweise gibt es hier auch grün. Es gibt manchmal auch Situationen, wo man gar nicht die nächste Farbe ansagen kann, so wie hier blau. Das heißt, wenn jetzt hier grün nicht wäre, wäre ich wahrscheinlich auf die blau, um dir zu sagen, blau wäre auch eine Alternative. Genau. Und ich muss natürlich im Blick haben, er durfte ja gar nicht auf grün, weil es gab kein grün. Also ich würde das jetzt vielleicht mal tun, um dich einfach ein bisschen nicht zu verwirren, weil wir wollen ja kooperativ, aber das wäre jetzt meine Entscheidung. Ich darf natürlich nicht so machen, um dir was mitzuteilen. Es ist ja wirklich eine stumme Kommunikation. Ich bin mir sicher, wir machen das mit grün. So. Genau. Und ich sage jetzt, okay, wir riskieren nochmal, komm, 6 Grüne sind im Pott, weil wenn wir nämlich mindestens 10 von diesen Sternen haben, dann kriegen wir ein Level Up und für die nächste Runde. Und ein Level Up ist super, weil das bringt uns zweierlei Vorteile. Erstens, die Karten, die wir untereinander aufteilen, sind erhöht. Und zweitens, wir kriegen noch eine offene Information zusätzlich. Also es sind dann 22 Karten statt nur 20, wie es jetzt ist, drin. Und eine davon sehen sogar alle. Mhm. Also ganz hervorragend. In der Situation, du hast mir jetzt das gesagt, ich würde jetzt sagen, okay, ich weiß, ich habe 4 grüne Karten auf der Hand, ich gehe mal davon aus, du hast 2, also würde ich jetzt nicht riskieren, nochmal zu gehen, ich breche jetzt ab, ich sage, wir machen einen Ausbruchversuch, wie viel haben wir denn wirklich? Das wäre jetzt schade, weil wir hätten auch 7 gehabt. Aber das wissen wir ja nicht. Genau, wir haben es auf jeden Fall geschafft, wir kriegen also diese 11 Punkte, 10 gehen direkt ins Level ab. 10 nehmen wir da aus. Und der eine bleibt für die nächsten Runden noch da.
Und wir kriegen neue Karten. Genau, wir kriegen neue Karten. Hätten wir aber sogar die 7 gewählt und das wäre perfekt gewesen, weil wir tatsächlich auch 7 Karten in Summe haben, dann, und das ist eines der wichtigsten Elemente im Spiel, dann bekommen wir zusätzlich noch einen Joker in unser Deck rein. Natürlich und ein Taschenmesser. Weil ein Taschenmesser kann ich wirklich mal gut verwenden, selbst wenn ich ein Affe im Zoo bin. Genau. Und das steht natürlich für alle Farben und zählt für alle mit und ist genial, wenn man das hat. Und wir wollen natürlich bis Runde 7, wo wir dann möglichst den Ausbruchsversuch natürlich schaffen wollen, ganz viele Joker im Deck haben, weil... Ohne schafft man es auch nicht. Genau, ohne schafft man es nicht. Es gibt auch übrigens eine Rückseite von dem Spielplan, wo es hinten noch ein bisschen schwieriger wird. Mhm. Und da geht es gar nicht mehr ohne Joker. Also wenn man da keine Joker im Deck hat... Aber auch hier, 10 grüne Karten von 11 ohne Joker ist ja fast unmöglich. Wäre aber machbar. Auf der Rückseite ist es... Ich glaube 12. Ja, auf der Rückseite sind es 12, da ist es dann gar nicht mehr machbar. Genau, da müssen eigentlich alle Grüne und ein Joker drin sein oder halt dann Grüne ausgetauscht durch Joker. Also hier sieht man schon, da kann man auch ein bisschen schneller an die Level-Ups kommen. Mhm. Muss man ja auch. Aber halt, wenn man keine Joker unterwegs sammelt, also nicht ganz genau. Aber man weiß ja immer nicht, wie viel wirklich drin sind. Es ist schon auch ein bisschen Glück. Aber natürlich auch so dieses by the mind, dieses Bauchgefühl. Wie oft bist du auf grün? Zu zweit hat man jetzt das Gefühl gehabt, es ging recht gut. Aber wenn da 3, 4, wie viel geht's? 5 Leute? Bis 6 Leute mitspielen, dann ist es schon echt schwer, im Bauchgefühl zu haben, wie viel Grüne haben wir denn wirklich? Ja. So, jetzt hat jeder noch eine Sonderfunktion. Ja, jedes Tier. Jedes Tier. Meins ist zum Beispiel, und das finde ich die beste Sonderfunktion im ganzen Spiel, hier von dem Adler. Du darfst am Anfang deines Zuges eine andere Person fragen, ob sie mindestens x Karten einer bestimmten Farbe hat. Für x darfst du eine beliebige Zahl deiner Wahl einsetzen. Mhm. Also ich hätte dich zum Beispiel fragen können, lieber Manu, hast du mindestens 3 Grüne auf der Hand? Nein, du musst genau sagen. Nein, mindestens. Genau, dachte ich. Nein, mindestens. Ob sie mindestens 3. Das heißt, wenn ich mehr habe, dann kann ich das beantworten. Das ist natürlich gut macht, wenn du sagst, hast du mindestens 3 und ich habe nur 2, dann muss ich leider Nein sagen. Genau. Dann hast du die Information gar nicht. Aber ansonsten ist die Fähigkeit super stark, weil gerade an dem Punkt, wo wir gerade eben waren, haben wir 6 oder haben wir 7? So. Ja. Du wüsstest ja, du hast 3. Das heißt, du fragst mich, hast du mindestens 3? Und du sagst ja. Dann bist du auf jeden Fall safe. Das haben wir sicher. Genau. Können wir noch auf die 7 gehen. Und du hast nämlich auch die Information, weil wenn ich dich so hoch frage, ich würde dich ja nicht fragen, wenn ich keinen Grün auf der Hand hätte. Genau. Das heißt, du weißt auch, ich plane irgendwie mit Grün und du hast auch viel. Super, dann haben wir uns schon eingegroovt, dass es um Grün geht. Und das finde ich hier super wertvoll. Ja. Die Charaktere sind alle so, dass man keine Sicherheit bekommen kann. Ja. Aber der ist schon mit der Stärkste, finde ich auch. Dann gibt es Charaktere wie zum Beispiel bei mir. Du darfst am Anfang deines Zuges eine deiner Handkarten verdeckt unter den Löwen legen. Dann drehe ich den um. Also die Tiere darf man immer einmal dann pro Ausbruchversuch benutzen. Und dann darf ich die Karte in der nächsten Runde zusätzlich auf die Hand nehmen. Also ich weiß dann schon für die nächste Runde, ich habe eine grüne mehr. Ja. Ist jetzt nicht ganz so stark, finde ich, wie der Adler. Aber die Tiere, man hat sehr viele. 1, 2, 3, 4, 5. Wie viele Tiere hat man? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unterschiedliche Tiere. 10, jetzt hast du dich erzählt, oder? Also, was ich... 2, 8, 9, 10. Echt? Ah, okay. Ja. Krass. Was ich ein bisschen schade finde, es gibt den Adler, der gut ist. Die Schlange finde ich auch ganz gut. Da darf man einmal alle Karten austauschen. Mhm. Da hat man ja auch zwar nur der eine, der ausgetauscht hat, aber... der hat dann richtig viele Informationen, weil er weiß nämlich, wenn er 10 Karten auf der Hand hatte vorher, die 10 sind nicht mehr drin. Ja. Und die 10-9 hat er auf der Hand. Also er kennt 20 Karten. Genau. Was auch sehr wertvoll ist. Und wenn er zum Beispiel sieht, es kristallisiert sich raus, wenn es jetzt der dritte Spieler wäre, oh, die anderen beiden gehen auf grün, ich habe gar kein grün. Ist eigentlich perfekt, wenn man dann die Schlange hat, weil dann kann man die Karten rausnehmen und neue holen und in der Hoffnung, dass dann da grüne dabei sind. Oder die sind. Joker sogar vielleicht, ja. Oder Joker, ja, die dann ja auch als grün zählen würden. Um das Bild nochmal zu verbessern. Und die anderen haben nur die Information, okay, grün war für den anscheinend so schlecht, dass er ausgetauscht hat und kann hoffentlich nur besser geworden sein. Aber die Person weiß dann, ich habe 4 gelbe abgeschmissen, auf gelb brauchen wir gar nicht mehr spielen oder sowas. Ja. Es gibt leider aber auch Charaktere und das ist leider die Mehrheit von denen, muss ich sagen, die so sind, dass wir auch gar nicht rausfinden konnten, was jetzt Sinn und Zweck des Ganzen ist. Also zum Beispiel der eine darf...
selber sagen, ich setze es mal aus. Warum? Ja. Oder hier der Elefant. Am Ende des Zuges darf ich bestimmen, wer das Spiel in der nächsten Runde anfängt. Hä? Genau. Was soll denn das bringen? Ich hatte gleich in der ersten Partie haben wir einfach irgendwen genommen. Ich hatte den Elefanten und ich habe ihn einfach nullmal eingesetzt. Ja, aber warum auch? Ich weiß doch gar nicht, was der Vorteil ist, wenn ich noch nicht weiß, welche Handkarten du hast. Und das finde ich sehr schade. Es gibt super viele Charaktere, aber die meisten haben so Funktionen, wo du dir denkst, hä? Einer ist aber ganz gut, der kann zwei Tiere legen. Also der darf dann hier hingehen und sagen zum Beispiel, ich habe Orange und Gelb. Das finde ich auch wieder ganz praktisch, aber man will sich ja eher auf einen Plan konzentrieren. Eben. Ja. Auch der hat bei uns jetzt nicht so getriggert. Nee. Also ja, es gibt schon fast wirklich, noch zur Verwirrung geführt. Das wäre auch mein Kritikpunkt. Es gibt auch einen, der darf sich dazulegen. Ja. Das verschiebt nur einfach, wenn ich mir jetzt nicht sicher bin, ob wir jetzt aussteigen oder zum nächsten und ich darf mich dazulegen, habe ich das Problem halt auf dich abgewälzt. Was ganz gut ist, wenn man zum Beispiel hier ist und man würde gerne blau kommunizieren, hat es aber nicht, aber hat auch grün, dass man dann da dazugeht, weil man halt unter den Farben nichts mehr machen kann. Also wenn man so manchmal die Option hat. Aber es sind so Sonderfälle, die einen nicht so wirklich bringen. Also da hätte ich mir, das wäre tatsächlich mein Kritikpunkt, dass die Tiere nicht gut ausbalanciert sind. Manche Tiere sind zu stark, also was heißt zu stark, manche Tiere sind richtig gut, die das Spielziel befördern und manche sind so Verlegenheitstiere. Genau, wo man denkt, denen ist nichts mehr eingefallen. Ja. Und der zweite große Kritikpunkt, den ich habe, ist, selbst wenn das Spielbrett jetzt interessant gestaltet ist, wirklich hübsch, finde ich nicht. Es ist unfassbar unübersichtlich. Und diese Tierköpfe, also mal abgesehen davon, dass man hier zum Beispiel den Löwen erkenne ich da nicht. Ich erkenne hier keinen Löwenkopf, es tut mir leid. Nee, das, den Adler erkennt man noch, aber bei den anderen Tieren mussten wirklich sehr, okay, das ist lila, das ist wahrscheinlich dann und so. Genau, und die verschwinden auf diesem Plan. Was man immer daran merkt, wenn dann der Ausbruchsversuch zu Ende ist und es abgeräumt wird, dass ganz oft einfach da noch einer liegt. Ja. Und das ist dann, man muss ja, gerade wenn es in Richtung Ende des Spiels geht, wo man versucht hier hinzukommen, muss ich ja genau sehen, was du schon alles gelegt hast. Mhm. Und dann sitze ich da so, hier warst du, hier. Ich finde es auch sehr unruhig fürs Auge und weil du es gerade auch machst, man muss ständig den Kopf wieder von der Zahl wegziehen. Genau, dann ist die Zahl verdeckt. Ja. Da muss man wieder gucken, wie, wer und hat es, also man hat es nicht so schön auf einen Blick, obwohl es ein Spiel ist, wo man es auf einen Blick haben müsste, damit ich sehen kann, du warst bisher immer auf grün, aber du warst auch einmal auf blau, also blau hast du anscheinend auch, weil ich glaube, mit grün kommen wir nicht weiter, das muss ich ja sehen und je mehr Spieler mitspielen, desto unübersichtlicher wird's. Finde ich auch, der Spielplan ist wirklich, wirklich nicht sinnvoll, auch durch dieses Geschlängel habe ich auch nicht auf den Blick, wo ist jetzt gerade unsere Mehrheit? Also ich hätte mir jetzt auch gut vorstellen können, dass das Spiel mit so Chips arbeitet, die man so hinlegt. Also ich lege nochmal zwei blaue Chips dazu, um anzusagen, wir möchten auf blau, dass man so auf einen Blick sieht, wo irgendwie Türme und wo unser Ausbruchversuch wohl am ehesten gelingt. Und lege ich noch was auf den Turm drauf, weil im Endeffekt macht man das ja. Du legst auf die 5 und ich lege dann auf die 6. Ich lege ja eigentlich nur was oben drauf. Ja. Aber es ist nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Und ich verstehe schon, wir wollen es wie ein Zoo gestalten, aber spieltechnisch, das ist dadurch sehr schwer zu erfassen. Absolut. Das ist schade, weil gerade hinten raus man doch sehr genau aufpassen muss, damit man keinen Fehler macht. Weil wenn man, das haben wir noch gar nicht gesagt, wenn man halt einen Ausbruchsversuch gestartet hat und die Kartenanzahl nicht im Pott ist, dann war die Runde umsonst. Für den Arsch. Man kriegt keinen Nachteil oder so, aber der Nachteil ist halt, der indirekte Nachteil, dass man kein Level-Up hat, man kriegt keine Punkte dazu und man hat einfach diese Runde komplett verloren. Man hat keine Informationen gewonnen und das wollen wir ja. Wir wollen ja, dass mehr offene Karten liegen, dass wir mehr Karten im Pool haben. Damit wir im Finale dann, weiß nicht, wenn man hier bis Level 10 sogar geschafft hat, sieht man schon, dann hat man 8 Karten mehr wie am Anfang. Plus nochmal und 6 offene. Ja. Also es sind 14 Karten mehr im Spiel. Und die offenen zählen ja dazu. Also man hat die Karten dazu, die zählen ja auch für die Wertung. Und ohne auf Level 4, 5 zu sein, mindestens kann man es auch sehr schwer schaffen. Das heißt, wenn man wirklich jede Runde einen Ausbruchversuch mit Punkten schafft, dann hat man schon sehr gute Siegchancen. Und wenn ich jetzt hier 6 offene sehe, dann haben wir ja schon... Auf jeden Fall für Orange und für Blau... eine sichere
Bis hierhin können wir auf jeden Fall gut kommen. Genau, wenn ich schon sehe, es gibt 8 Orangen, ja. Ich habe vielleicht auch noch 3 auf der Hand und einen Joker und dann liegen da schon 2, sind wir schon bei 5. Ja. Ohne dass ich Informationen von anderen habe. Und dann kann man richtig vorpreschen. Genau. Das sind dann auch die schönen Runden, wo man dann merkt, einer macht so, der nächste macht so, der nächste macht so. Und dann so, ja, wir können es schaffen. Genau. Also das motiviert dann auch wirklich. Und dann so fragt man auch im Adler, hast du noch 3 Orangen? Und dann weiß alle, ich ganz sicher, wir schaffen es. Und der andere hat dann so, klar, wenn ich schon so frage, dann frage ich natürlich in dem Moment, wenn wir hier in Runde 7 sind, ob die finale Summe, das, natürlich, was mir zur finalen Summe fehlt, ob du das hast. Und wenn du es dann... Und ich merke, ja, du hast es. Ja. Und er konnte die Frage, oder der Mitspieler konnte die Frage mit Ja beantworten. Dann ist ganz klar, okay, jetzt können wir vorbrechen und es schaffen. Und, also es hat eine schöne Dynamik, das Spiel. Es hat so ein paar Schwächen, die wir ja gerade ausgearbeitet haben. Ich spiele es trotzdem gerne mit. Ich habe aber schon auch gemerkt, so dieses, also ist jetzt nicht so wie bei Roll Camera, dass man das Gefühl hat, man macht immer das Gleiche, aber es nutzt sich schon auch ab. Also so dieses Gefühl, mit neuen Gruppen spiele ich dann immer wieder gerne. Aber jetzt mit einer bestehenden Gruppe, wir haben es dann schon 2-3 Mal geschafft, mit der Gruppe ist dann der Reiz auch weg. Ja. Also ich habe nicht mehr so das Gefühl, mit den Leuten, mit denen ich schon mal ausgebrochen bin, die wollen nochmal ausbrechen. Aber wie war das bei dir bei The Mind zum Beispiel, wenn du da mit einer Gruppe das durchgespielt hattest? Ja, das war halt so neuartig zu der Zeitpunkt, dass man so gar nichts redet und dann so dieses Gefühl, aber auch bei The Mind tritt dieses Prinzip irgendwann ein, dass man dann so das Gefühl hat, man ist jetzt eingespielt. Ja. Und spätestens, wenn die Leute dann bei The Mind, gab es ja dann auch so Leute, die gemerkt haben, okay, man zählt dann so im Kopf mit, das geht ja hier nicht. Ja, ja, also genau. Das Spiel ist davor ein bisschen gefeit, dass man cheatet oder dass man schummelt, auch unbewusst. Aber auch The Mind war bei mir dann irgendwann abgenutzt. Aber das glaube ich nämlich auch, wenn man bei The Mind mit einer Gruppe wirklich alle Level geschafft hat, dann ist es wie durchgespielt. Genau. Und das hat man hier auch. Und die schwierige Seite, also zu zweit, haben wir sie tatsächlich auf Anhieb geschafft, durch Glück, weil wir halt in der letzten Runde, und das ist nämlich der noch leider ein Kritikpunkt von mir, es kann sein, dass es einfach nicht geht. Ja, dass man es einfach nicht schaffen kann, weil die Karten nicht so gemischt sind. Und das Joker ist frustrierend. Und die blaue Karte da unten liegt. Genau, und wir hatten Glück, wir waren nämlich eigentlich ganz schlecht bis dato, weil wir nur einen Joker überhaupt im Deck hatten. Aber wir hatten genau in der 7. Runde dann von einer Sorte alle Karten drin und haben das auch schnell gemerkt, plus den Joker. Und ich hatte den Adler, das heißt, ich konnte auch fragen und habe dann eben genau auf die fehlende Summe gefragt. Ja. Und Stefan hatte das mit Ja beantwortet. Und dann war uns beiden klar, okay, wir haben gewonnen. Aber das finde ich auch ein Nachteil an dem Spiel, dass es eine Situation geben kann, wo man das Spiel nicht schaffen kann. Richtig. Auch wenn die Gruppe alles richtig macht, selbst die Zahl richtig rät, aber du hast dann halt nur 8 Rote. Und die 9. gibt es einfach nicht, weil die in dem Stapel ist. Das finde ich blöd, dass es da nicht noch eine Möglichkeit gibt, dann darauf hinzuarbeiten. Genau. Weil nicht jedes Tier kann Karten austauschen und so weiter. Und das finde ich ein bisschen schade. Das passiert jetzt nicht so oft. Man hat dann trotzdem die Motivation, es nochmal zu probieren. Aber wenn es 2-mal passiert, dann würde das Spiel aus dem Fenster fliegen bei mir, weil ich dann das Gefühl habe, was soll das denn? Wir haben alles richtig gemacht, aber man kann es dann nicht schaffen. Also so ein Erfolgserlebnis der Gruppe zu verhindern, einfach nur durch ein Kartenmischdeck, finde ich bei so einem kooperativen Spiel irgendwie schwierig. Wie gesagt, bei Roll Camera habe ich die Probleme und ich weiß aber immer, wie ich sie lösen kann. Ja. Und hier stehe ich vor einem Problem. Ich weiß aber gar nicht, dass das Problem existiert, weil ich ja nicht weiß, welche Karten noch da drin sind. Und das finde ich ein bisschen schade eigentlich bei dieser Lösung. Das hätte man mit diesen besseren Tierfähigkeiten, glaube ich, auffangen können. Richtig. Das ist so das Einzige, was ich hier wirklich richtig schade finde, weil es hat einen enorm hohen Reiz auf mich. Ja. Ich mag solche Spiele, wo man versucht, dem anderen nonverbales Wissen, also das Wissen, was eigentlich verbalisiert werden müsste, irgendwie nonverbal zu kommunizieren, versuchen, ohne Worte. Übers Hirn weiterzugeben. Und es hat einen sehr hohen Reiz für mich, das Spiel. Ich spiele sowas unglaublich gerne. Es hat halt leider seine Nachteile, was ich schade finde, aber trotzdem, also ich kann das ganz, ganz oft spielen, sowas. Hm. Ich finde es total toll. Ja. Mir macht das unglaublich viel Spaß. Ja, und auch ganz gut, dass die eine schwerere Variante dabei ist. Wie gesagt, man hätte da sicherlich auch noch ein bisschen mehr machen können mit den Tieren, um dann nochmal ein bisschen noch einen anderen Reiz mit reinzukriegen als Variante. Aber auf jeden Fall erfrischend durch diese Variante, durch diese Sache, dass man eben nicht kommunizieren darf. Genau. Und das als Gruppenaufgabe mit einem witzigen Thema macht mir auch großen Spaß. Aber ich glaube nicht so lange. Dann haben wir jetzt noch ein Spiel dabei. Und zum Schluss haben wir jetzt noch Riverside mitgebracht von
Asmund und Eilif Svensson, im Original bei Chili Fox Games erschienen und im Deutschen beim Kobold Verlag. Ist ein Spiel, jetzt muss ich wieder auf die Rahmendaten gucken, für 1 bis 6 Spieler ab 10 Jahren und dauert 15 bis 25 Minuten. Also ein schnelles Roll and Write. Ja. Mit einer Art Spielbrett. Genau, ein Roll and Ride mit Spielbrett. Und es ist ganz gut, dass das Spiel bei Chili Fox erschienen ist, weil Riverside, wir sind in der Arktis unterwegs oder irgendwo im hohen Norden in Skandinavien, aber mit einem touristischen Boot. Und mir ist schon ganz fröstelnd, allein bei dem Anblick des Spielplans. Wir sind auf einer Kreuzfahrt unterwegs in diesen Flüssen, Riverside, und wollen aber unseren Touris was bieten. Und das ist ganz süß gemacht. Roll and Write hast du ja schon gesagt, ganz klassisch. Wir haben jeder von uns einen Zettel, auf dem wir Dinge ankreuzen können. Und wir wollen den Besuchenden da was bieten. Also es gibt verschiedene Anlegestationen, touristische Ziele. Zum Beispiel, das wird dann auch so erklärt, an der Brauerei wird dann halt gezeigt, wie Bier gebraut wird. Es gibt natürlich auch Ausflugsziele, wo man angeln kann. Ausflugsziele auf dem Berg, um eben in die Landschaft zu gucken. Oder eben Tiere wie Eisbären und sowas zu beobachten. Das ist das Thema. Damit wird man im restlichen Spiel nichts mehr zu tun haben. Nee. Man hat nicht das Gefühl, wirklich hier ein Ausflugsboot zu steuern. Aber zumindest ist es thematisch eingebunden. Das Hitzethema wird auch ganz gut umgesetzt. Natürlich brauchen wir bei einem Roll and Write ja immer ein Dilemma, welche Würfel wir nehmen können und welche nicht. Also am Anfang der Runde wird gewürfelt. Das ist einfach ein Joker-Würfel, den wir dann zusätzlich einsetzen können. Der kommt immer nach oben. Der kommt immer nach oben in den Heizungsraum von dem Captain. Und bei den anderen Würfeln, die werden einfach thematisch, sage ich schon, die werden einfach aufsteigend sortiert. Und dann wird immer geguckt, was ist denn der Mittelwert, also was ist der Meridian? Der mittlere Wert nennt man den. Der mittleren Wert. Der Median. Der Median. Ich mache es jetzt mal so, um es ein bisschen eindeutiger zu machen. Das ist eindeutig, der Mittelwert ist die 4. Der mittlere Wert, der kommt auch in den, der kommt nicht, sondern alles, was drüber ist, kommt in den Heizungskeller. Und der mittlere Wert gibt an, um wie viele Schritte sich unser Schiff bewegt. Genau. Also 4 Stück, 1, 2, 3, 4. Das ist entscheidend. Das fährt einmal hier lang und dann ist das Spiel aus. Genau, das Tableau wird zufällig angeordnet, sodass diese Ausflugsziele immer unterschiedlich auch platziert sind, was dann eben für die Roll-and-Ride-Aufgabe einen kleinen Unterschied macht, aber nicht so dramatisch. Weil die Ausflugsziele, diese dürfen immer 3 Schritte vom Boot entfernt sein. Die Leute sind faul, die wollen nicht noch weiter laufen. Wir können sie weiterlaufen lassen, aber erstmal geht es darum. Das heißt, man muss auch überlegen, wo können die denn hin? Also in der Runde steht das Schiff hier, das heißt, sie können zum Angeln gehen, sie könnten auch hier auf den großen Vulkanausblick mit Sonnenuntergang gehen oder hier schon mal eine Abkürzung machen, 1, 2, 3, 4. Sie könnten auch zum Bier brauen, wenn wir ihnen ein bisschen dabei unterstützen. Aber der Reihe nach. Wir haben ja hier diese Würfel in den verschiedenen Farben, die für diese Ausflugsziele stehen. Wir haben verschiedene Ausflugsboote, die Würfelfarben entsprechen. Sprich, wenn ich jetzt gerne meine Leute zum Eisfischen schicken möchte, dann würde ich den blauen Würfel nehmen, weil dann darf ich 2 Kreuzchen setzen auf meinem Ausflugsboot mit den Schiffen, mit den Fischen. Wenn eine Reihe voll ist, kennen wir ganz klassisch von Roll and Write, dann bekommen wir einen Bonus, das nennt sich hier Tickets. Mhm. Diese Tickets dürfen wir dann ankreuzen. Wenn ich eine ganze Reihe voll habe, kriege ich Tickets und diese Tickets definieren, in dem Fall wäre es jetzt blöd, die 2 zu nehmen, weil dann habe ich gar keine Reihe voll. Und dann würde ich die zum Ausflugsziel schicken und ich bekomme so viele Punkte, wie ich Tickets in diesem Boot schon verkauft habe, für dieses Ziel mal 9. Mhm. In dem Fall, ich habe ja hier schon mal gespielt, also hier hätte ich jetzt 3 Tickets, 3 mal 9 würde ich also 27 Punkte kriegen. Das wäre ja richtig gut. Und das darf ich dann eintragen. Da kommen jetzt so diese typischen Roll-and-Ride-Geschichten dazu. Ich muss immer aufsteigen gucken. Das heißt, wenn ich öfter auf dieses Ausflugsziel möchte, muss ich halt gucken, hier kriege ich vielleicht mal 9 Punkte. Später habe ich dann hier 2 mal 4 wären 8. Könnte ich dann schon gar nicht mehr eintragen, weil 8 ist niedriger als 9. Solche Sachen muss man bedenken. Und natürlich gibt es auch immer Bonus. Das heißt, wenn ich 2 Vips in meinem Boot sitzen habe, das sind dann diese Smileys, die ich ankreuze, dann bekomme ich nochmal eine Sonderfähigkeit, wie zum Beispiel, dass ich einen Würfel plus 3 addieren darf, dass ich ein zusätzliches Ausflugsziel bekomme, ein zusätzliches Ticket oder eben auch, dass meine Leute nicht nur 3 Schritte zum nächsten Ausflug laufen können, sondern auch mal 6 Schritte. Ja. Genau, die sind alle einmalig, diese Boni. Das heißt, man muss sehr gut überlegen, wann man sie einsetzt. Und generell im Spiel finde ich hier sehr schön, dass man eben
genau überlegen muss, wann werte ich was. Mhm. Und am Spielende gibt es nämlich eine Sonderwertung, weil das schlechteste Boot, also die einzelnen Tickets bringen Punkte und natürlich die Besuchsziele, die man zwischendrin eingetragen hat. Und das wird schön addiert. Und dann hat das Boot eine Punktzahl. Und die niedrigste Punktzahl, die wird hier unten in dieses Sonderboot nochmal eingetragen. Und es gibt aber auch zwei Wertungen für das Sonderboot. Und das sind die einzigen beiden, die immer an der gleichen Stelle sind. Nämlich einmal hier hinten und einmal hier. Und da wird gewertet die Anzahl an Tickets. Wenn ich denn mich dazu entscheide, zu diesem Steg zu gehen. Ich könnte natürlich auch, wenn das Boot jetzt hier steht, noch zu dem Steg gehen zum Beispiel und das ignorieren. Aber diese Summe wird dann noch mit addiert, mit dem schlechtesten Boot. Und gibt eine Kapitänswertung. Und da ist es so, der die schlechteste Kapitänswertung hat, derjenige kriegt 15 Punkte abgezogen. Nochmal einen auf den Deckel, genau. Als wäre man nicht eh schon bestraft genug. Ja. Und derjenige, der die beste Kapitänswertung hat, der kriegt 15 Punkte obendrauf. Also der, ich glaube, das ist schon in Ordnung, weil derjenige, der die schlechteste Kapitänswertung hat, das heißt nicht unbedingt, dass der insgesamt am schlechtesten war. Der hat nur, vielleicht hier ist mal ein Blatt von dir, wir haben es gestern nochmal gespielt, wenn ich das mal so zeigen darf. Du hattest einfach nicht geschafft. Habe ich nur für das Video natürlich. Genau, natürlich. Gemacht, ja. Das weiße Boot zu werten. Mhm. Das heißt, du hattest einfach hier 0 Punkte und dann war deine Kapitänswertung da unten auch ganz schlecht. Dafür hattest du andere Boote, die halt hier zum Beispiel, wenn ich es richtig sehe, ja, 82 genau. Punkte wert waren. Ich habe versucht, voll auf dieses Boot zu gehen, genau. Habe dann 10, 20, 30 Punkte und alles freigeschaltet und nochmal ein Ticket und habe da 82 Punkte gemacht, konnte ja. Das aber nicht auffangen, weil ich hier eben 0 Punkte hatte genau. Und dann wieder 15 verloren habe. Ja, und die anderen drei hast du auch über 50 Punkte gemacht. Ja. Also das heißt nicht, dass du eigentlich schlecht gespielt hattest, sondern ein Boot war halt zu schwach. Und die Kapitänswertung soll eben ein bisschen darauf gehen, dass man nicht ein Boot ignoriert, genau. Sondern versucht, gleichmäßig zu gehen. Hier und zum das Beispiel, hat sich ja dann auch gerechnet. Also das hat dann euch auch geholfen, weil durch genau. Diese Kapitänswertung habe ich dann wirklich dann auch den Malus gehabt, dass ich ein Ausflugsziel komplett ignoriert habe. Oder auch, wenn man diese Ziele, die ja eigentlich relativ wenig Punkte geben im Vergleich zu den anderen Ausflugszielen, wenn man die ignoriert, wird man dadurch auch bestraft. Ja. Genau. Und so muss man halt immer gucken, was man jetzt gerade werten will. Und mit den Würfeln ist es so, die hier unten, die kann man, also man sucht ja immer einen Würfel aus. Die hier unten kann man einfach so nehmen. Die hier oben kann man nicht einfach so nehmen. Das sind die heißen Würfel. Der grüne ist eh ein Joker. Da würde es so sein, wenn ich mich zum Beispiel für die weiße 4 hier entscheide, könnte ich mich dazu entscheiden, den noch dazu zu nehmen, also bei weiß 9 Punkte einzutragen. Da muss ich aber, wir haben hier oben so Flammenmarker oder Flammenpunkte, wie auch immer. Da muss ich halt 5 von diesen Punkten abkreuzen. Und ich habe halt nur, ich weiß gar nicht, wie viel sind, 2, 4, 14, 16, 14, genau. Ja. 14 im ganzen Spiel. Die darf ich auch benutzen, weil ich kriege keine Vorteile, wenn ich die übrig habe. Genauso wie hier, ich darf 3-mal weiter als 3 Schritte gehen. Genau. Aber nicht nur der grüne Würfel wird da oben angekreuzt, sondern genau. Alles, was in dem warmen Heizungsraum vom Kapitän liegt. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, ich kreuze 10 an bei Gelb in dem Falle. Müsste ich aber 10 Flammen abkreuzen und habe dann nur noch 4 fürs restliche Spiel. Ja, wäre vielleicht nicht so eine schlaue Entscheidung. Naja, man kann es schon ganz gut einsetzen, aber man sollte sie auch einsetzen und das macht auch den Reiz aus. So, wann benutze ich den grünen Würfel? Stefan zum Beispiel hatte dann den grünen Würfel am Anfang ständig genommen, hatte dadurch aber auch massiv mehr Bonus. Also er hat dann zum Beispiel auch direkt drauf gespielt, den grünen Bonus so einzusetzen, dass er sehr schnell diese Wips hier im blauen Boot hat, um dann sagen zu können, jetzt kann ich den 6er grün mal nehmen, ohne hier was anzukreuzen. Genau. Und hat damit dann auch tatsächlich gewonnen. Und das ist tatsächlich auch der Reiz bei diesem Spiel, dass man sehr viele Möglichkeiten hat, auf was gehe ich. Das Tableau macht gar nicht so einen großen Unterschied. Ob das jetzt da liegt oder da, habe ich so das Gefühl, es ist so ein bisschen so der Aufbau, das macht ganz Spaß mit den Bötchen hier rum. Man entscheidet sich ein bisschen, womit man anfängt. Ne? Wenn man natürlich, wenn das Boot nur 2 Schritte gegangen ist und hier steht am Anfang, und der gelbe Würfel, sagen wir mal, auch noch hier unten wäre, dann würde es sich anbieten, mit Gelb anzufangen, damit man direkt mal eine Wertung hat. Genau. Und nicht gleich irgendwie mehr Schritte ausgeben muss, um hier an Blau zu kommen.
Aber man hat immer noch die Möglichkeit. Ja. Also es liegt nahe, wenn das Boot hier ist, dass alle auf das Gelb gehen in der ersten Runde, dass man ähnlich anfängt, aber man kann auch gleich irgendwie andere Dinge ausprobieren, andere Dinge machen. Wie gesagt, ich habe es jetzt halt hier mal probiert, ein Schiff leer zu lassen, natürlich voll absichtlich, um zu gucken, ob ich in den anderen, wenn ich die alle voll kriege. Man hat wirklich auch den Reiz, bei der nächsten Partie zu sagen, alles klar, jetzt benutze ich mal den grünen Würfel mehr, jetzt benutze ich mal, versuche ich die Kapitänswertung wirklich auch zu kriegen. Ich will alle Boote gleichmäßig voll haben, ich will gleich auf die Wips gehen. Man kann sich ja auch entscheiden, hole ich mir schnell Tickets, um schnell Punkte zu kriegen, oder kreuze ich erstmal die Wips an, um diese Bonusaktion zu machen. Auch das kann man ja machen, dann hat man halt nicht so schnell Tickets. Also ein hoher Spielreiz, finde ich, in diesem Spiel für so ein kleines Roll and Ride. Ich dachte erst, ah ja, nach dem Aufbauen und nach dem Erklären dachte ich, ist ein ganz klassisches Roll and Ride, wie immer. Es hat tricky Elemente drin. Ja. Was ich auch spannend finde, wenn jetzt zum Beispiel hier so eine Wertung mit einer großen Punktzahl am Anfang liegt, ja, da muss man sich auch gut überlegen, will ich das überhaupt jetzt werten? Also bei 11 geht's noch. Aber hier das Beispiel mit der 9 wird dann schwer. Wenn ich hier einmal 9 kriege, ist okay. Dann muss ich hier mindestens dreimal die 4 haben. Ja. Genau, also und hier ist es auch bei den beiden, das ist der Extremfall, weil hier zählt jedes Ticket 2 Punkte. Das heißt, wenn ich hier so 6 oder 7 Tickets schon habe, dann sagen wir 7, dann hätte ich hier 14 Punkte. Damit ich es hier nochmal werten kann, muss ich dann mindestens 15 Tickets voll haben. Und das klappt in den seltensten Fällen, ja. Also da müsste ich schon fast 4 Boote komplett voll haben. Ja. Oder überlegt man sich, wenn man hier ist, schon weit vorzulaufen, um da schon mal die Punkte niedrig zu halten. Dass man nur 5 hat, damit man da schon mal 10 Punkte kriegt, damit man hier hinten nochmal werten kann. Also das sind auch so Überlegungen, da gewinnt man auch mit Spielerfahrung, aber es ist nicht so, dass Leute, die es zum ersten Mal spielen, hier immer einen deutlichen Nachteil haben, sondern manchmal hilft es auch, einfach blauäugig ranzugehen und einfach mal drauf loszuspielen. Das kann auch helfen. Es ist ein Spiel, was man sofort in der ersten Partie auch genießen kann. Genau. Es gibt ja so Roll and Rides, wo man auch das Gefühl hat, okay, die jetzt auch so ein bisschen in den Kennerbereich gehen. Ganz schön clever zum Beispiel. Genau, wo man ganz klar weiß, beim ersten Bauchgefühl wirst du lang nicht die Punkte erreichen und da kannst du dich dann wirklich hocharbeiten. Und das ist hier schon auch ein bisschen so das Gefühl. Also gerade so eine Erkenntnis, man sollte kein Boot leer lassen. Das fällt dir beim ersten Mal nicht auf. Nach der ersten Partie weißt du lässt das weiße Boot gefälligst nicht mehr frei. Aber du kannst rumexperimentieren. Wobei das nicht deine erste Partie war, muss man sagen. Das stimmt. Das war jetzt wirklich bewusst gewählt. Genau. Aber du kannst solche Dinge ausprobieren. Du merkst, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und du hast auf jeden Fall Bock, bei der nächsten Partie neue Dinge auszuprobieren, weil du wirst auch nicht alles freischalten in einer Runde. Niemals. Ja, du kannst dann auch sagen, ach, diesen gelben Bonus, der klingt doch eigentlich auch ganz gut. Probiere ich den nochmal aus. Und dann liegt das auch wieder ein bisschen anders, sodass vielleicht alle gelben liegen jetzt vielleicht auf einmal aufeinander. Ja. Das kann ja passieren, dass du sagst, okay, ich muss jetzt gleich dreimal hintereinander gelb werten. Wie gehe ich denn jetzt damit um? Was mache ich denn da? Hast aber trotzdem wieder die Möglichkeit, wenn das Schiff dann hier ankommt, dann doch wieder zu sagen, nee, ich mache das wann anders. Genau. Und so weiter und so fort. So viele kleine, schöne Details, die das wirklich zu einem sehr runden, cleveren Roll and Ride machen, was wieder frische Ideen in dieses Genre bringt. Und ich denke ja immer, das Genre ist auserzählt, aber auch mit diesem Schiff rumlaufen jetzt hier, finde ich eine richtig schöne Variante. Ja, und auch, dass man immer nur einen Teil der Würfel sozusagen umsonst zur Verfügung hat und einen anderen Teil halt teuer bezahlen muss. Ja, natürlich auch. Und thematisch so ganz hübsch eingebunden mit diesem Heizungskeller. Genau, auch eine super Sache. Ja, dann, du warst gerade bei einem runden Spielerlebnis. Ich würde sagen, haben wir jetzt diese runde Folge abgeschlossen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du wieder hier warst. Hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Und ich würde sagen, wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.